Einen wunderschönen guten Tag bei euch hier draußen, liebes Internet. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Wir spielen heute für euch The Vanishing of Ethan Carter Redux. Bei mir ist der Bezaubernde, der die Landschaft malende, der Bob Ross inspirierende Benny. Woo! Hallöchen. So, und wir wollen ja nicht danken. Wir starten das neue Spiel. Dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung und nimmt dich nicht an die Hand. Bitte? Echt? Echt? Es gibt kein Tutorial? Nein! Kein Tutorial, kein nichts? Nee. Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ja. Aha. Okay, also wir sind Paul? Ja? Mhm. Paul Prosperous? So würde ich es verstehen. Ich muss schon mal sagen, die Grafik ist schon mal super geil. Das stimmt. Oh, schön smooth. Ja. Schön smooth. Und wir sind jetzt einfach hier, hey, wandert ihr kommen, ja? Wir sind, ich sehe hier keine Haltestelle. Wir sind also hier die Bahnschienen langgeschlendert. Richtig. Und du darfst jetzt gucken, beziehungsweise nicht gucken, sondern du musst ja wahrscheinlich einfach ja, hier umschauen. Ich muss mal ganz kurz erstmal gucken, wie die Steuerung auf dem Pad ist. Schön. Kann ich sterben? Kann ich jetzt hier runterstürzen? Nee, ich glaube. Oh, dann guckt euch das mal an. Weiß ich gar nicht, ob du sterben kannst. Aber die Aussicht sieht einfach mega aus. Also da. Oh, schön. Da eine Runde campen mit so einem kleinen Lagerfeuer. Benni, du weißt, wie das mit dem Campen. Das haben wir jetzt letztens erst bei Outlast 2 gesehen. Wie schnell irgendwie bei Nacht sowas scheiße sein kann. Irgendwie, dann ist es nicht mehr so schön hier. Ja, bei Nacht, aber jetzt so am Tag sieht doch schon sehr nice aus. So. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier kein Tutorial. Ich laufe jetzt hier einfach mal irgendwie lang. Ja, also halt erkunden, ne? Mal gucken, wo du überall hinkommst. Oder was du halt entdeckst. Kann ich, ja, okay, kann ich sterben? Wie gesagt, ich glaube nicht. Fühlen? Fühlen? Was? Sieht das schon gut los? A halten. Okay, was ist das? Sind es gegebenenfalls Erinnerungssachen, die du freischaltest? Was kann ich da jetzt machen? Kann ich irgendwie damit interagieren? Nee, ich glaube, also, du musst... Also wenn ich jetzt loslasse, ist es weg. Genau, genau. Ich glaube, du musst dich weiter umschauen, um weitere solche... Also jetzt, ich hoffe nicht, solche Fallen zu finden, aber ja, also... Was ist denn überhaupt für eine Falle, Alter? Wer baut denn hier so eine Falle hin? Das ist gerade das Spiel gerade gelobt, dass es so schön idyllisch ist. Und schon wieder sowas. Das ist hier... Oh, guck mal, man kann auch... Kann ich... Was denn? Die Falle genauer ansehen? Hm. Ja, du kannst nur die... Und dadurch vielleicht etwas? Nee, kann man auch nicht. Okay, alles klar. Gut, aber ich gehe mal zurück zum Weg. Aber ja. Herr Junge schreibt auch gerade von wegen, in diesem Spalt, den wir gerade gesehen haben, waren da Knochen zu sehen? Spalt? Also, wenn du das anguckst mit A, dann macht sich doch da diese Silhouette auf, ja. Sag ich jetzt mal. Ja. Ich hab da auch Gebeine erkannt. Hier unten. Ja, ganz deutlich. Ach du Scheiße, da ist ja auch ein Brustkorb rechts. Ja. Gott. Und nicht nur einer. Ja. Also, ich sehe da mehrere. Hat eigentlich die Perspektive damit zu tun, wie ich gucke? Nee, ich glaube, das ist wie so eine Art Puzzleteil. Okay. Wahrscheinlich. Na gut. Dann laufe ich jetzt mal zurück zum Weg. Also wirklich, wer baut denn hier so eine Falle hin? Oh, hi. Da muss ich ja richtig aufpassen irgendwie. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass die Fallen hoffen. Also ich hoffe mal, dass die keinen Schaden verursachen können. Wäre ja heftig, wenn er dann auf einmal so zack, volle tot. Spiele von vorne wieder.
Post-Death. Auch schön ohne Savepoint dann wahrscheinlich, so Souls-like. So, hier sind ein paar Steine. Oh, hier ist die Brücke. Okay. Mann, das sieht aber wirklich alle Ciao aus. Kann man nicht anders mecken. kann man nicht anders sagen. Mecken. Bridge Close. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Mecken gekommen bin. Tatsächlich. Weiß ich nicht. Psychosomatischer Aussatz hier. Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Sind wir Detektiv? Ich habe ihn jetzt eher so irgendwie, wenn Kids nicht weiterkommen, schreiben die mich an. Das klingt eher wie so ein Pseudo-Radio-Star oder irgend sowas. Ja, aber kann ja sein, dass wir, also wer Detektiv, ich weiß nicht, ob wir ein Detektiv jetzt wirklich sind, oder wenn ihm halt wirklich Kinder anschreiben, dass er so möchte gern Detektiv ist, so nach dem Motto. Naja, aber, also, ich weiß nicht, ja, also, sind so möchte er Detektive bei Kindern bekannt? Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch einen Podcast, wo er irgendwie Detektivgeschichten erzählt und die schreiben ihm dann irgendwelche Nachrichten so von wegen, ich hab einen Freund, der hat mir mal erzählt, dass er bei seinem Onkel irgendwas verloren gegangen ist. Ach so, du meinst, er ist hier so ein Dr. Sommer-Team oder was? Typ. Ja, quasi, sag mal, siehst du da vorne die Blutspur? Oh, was, Alter? Was sind Titte? Blut, Tier, Mensch? Unfall, Mord. Mord? Hobelwelle. Okay. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Aha. Kurbel. Kurbel. Okay, das Kurbel. Wir brauchen anscheinend eine Kurbel. Oder ja. Okay. Muss ich jetzt hier irgendwie. Ich glaube, wir müssen erstmal. Okay, und wo ist hier Kurbel? Ist irgendwo am Fluss? Irgendwo am Fluss bei dem. Guck mal, warte mal, ist da hinten die Brücke? Nee, die Brücke ist es nicht. Nee, ich wo bin ist ja mal, ich hab grad den Zug gesehen. Ich glaube, wir müssen zurück. Meinst du? Na, warte mal, wenn's jetzt hochgeht. Ich bin der Meinung, da oben war kurz der Zug zu sehen. Jetzt, pass auf, Achtung, oben auf dem Kamm. Also quasi da, wo wir jetzt denn stehen, oder wie? Da ist da nicht der Zug? Nee, das sieht aus eher wie eine Haltestelle. So, eine Haltestelle? Ja, so überdacht. Wir sind hier über die Bahnschienen angeschlendert gekommen. Also quasi. Ich glaube nicht, dass wir da zurück müssen. Ist. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Da wo. Weißt du? Weil hier, guck mal, hier, wenn du geradeaus guckst. Also, ist auch geil. Jetzt weiß ich, was du übrigens meinst mit, ich zeige auf dem Bildschirm. Ja, nee. Rechts weiter, weiter rechts. Ja. Da hinten siehst du diese Mauer? Und wenn du dir das jetzt gleich nämlich nochmal anguckst, die sehen wir nämlich auch in der Blende, da wo die Kurbel versteckt ist. Achso, du meinst also da hinter dem Felsen irgendwo, so über die Linie richtig, quasi. Richtig. Okay. So, ich würde jetzt hier mal betreten. Okay. Ich gehe mal von aus, wir können wahrscheinlich eh noch nichts machen, weil uns fehlt die Kurbel. Mal trotzdem mal gucken, ne? Was ist hier los hier? Ausschalten. Aber Kai, du bist doch ja nicht angeschaltet, oder? Aber ich schalte mal aus. Don't push the red button! Ey, Stevie und... Irgendwelche Knöpfe drücken, verstehst du? La 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 la. Na, wie so ein Kind, wa? Irgendwie kletterst du irgendwas drin, irgendwas ruinenartig und erstmal ein bisschen rumspielen. So macht das Kinder nun mal. Ja, ist. Hast du das nicht so gemacht? Ja, doch, aber ich wurde meistens dann von meiner Mutter zurückgepfiffen und dann. Ja, ich seh deine Mutti hier nicht. Von daher kann ich ruhig noch Knöpfe drücken. Gruß erstmal an Bennys Mutti hier. Hey, hi! So, ich guck mal ganz kurz hier auf der anderen Seite nochmal. Aber. Was ist denn das überhaupt hier? Irgendwie. Ist das wirklich so ein kleiner Transportblock? Okay. Als ob irgendwie Material. Guck mal, hier ist eine Straße. Nein! Hat der hier irgendjemand auf der Straße weggeklatscht? Das würde natürlich Sinn machen. Ach, du meinst wegen dem Übergang da. Aber wo ist die Leiche? Hier, also, dann müsst du doch irgendwo. So. Wollen wir jetzt hier runtergehen oder soll ich hier lang gehen, Benny? Du bist der Spielende, such's dir aus. Oh, du bist mir wieder eine Hilfe. Ja, du. So, was gucke ich erstmal hier? Mangt dem Sauer anfahren? Aber hier ist, glaube ich, eine Straße. Wer baut denn hier eine Straße hin? Also, naja, wahrscheinlich sind hier irgendwann mal ein, zwei kleine Felssteinchen runtergefallen und die Straße ist seitdem blockiert. Gibt's hier noch was zu sehen?
Ja. So, okay, warte mal, war hier was? Nee. Na. So, Chat, ihr müsst mal sagen, wenn es euch ein bisschen zu ruckelig wird, dann versucht ihr ein bisschen smoother zu machen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, oh. Ein Seil? Ja. Strüppe? Als ob jemand... Zerschnittene Fesseln. Was ist auch eine zerschnittene Fesseln? Gebunden. Kein Blut? Seil. Okay. Ja. Kann ich Seil irgendwie... Kann ich mit Seil interagieren? Achso, meinst du wegen mitnehmen? Na, ja, na, achso, bei der Kurbel hat sich das ja erst alles so eingetrieselt, war? Das hat ja alles so rumgeschwebt. Und das ist jetzt einfach nur Seil. Na, du bist jetzt einfach nur da, anscheinend. Okay. Also ein Hinweis, dass hier ein Seil, was zerschnitten wurde, aber gebunden, so als ob... Oh. Okay. Als ob jemand ein... Okay. Oh, ey, Benni, was dir sagt, ist verzoftet. Reste der Leiche? Oh, Blutspur. Das sind übrigens zwei Füße, also Beine, ne? Oh, Opfer weggekrochen. Abgetrennte Beine. Na, schau, Benni. Danke. Schau. Ganz ruhig, ganz, ist ganz total entspannt. Nee, ist nicht so schlimm. Abgetrennte Beine! Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie Outlast, glaube ich. Nö. Überhaupt nicht. Abgetrennte Beine! Ich würde jetzt mal der Blutspur folgen. Okay. Schön. Blut von Beinen, Blut von. Wer ist es denn? Wir brauchen da Schädel. Todesursache. Kopftrauma, Blutverlust. Ich würde mal Blutverlust eher tippen. Berühren. Berühre ihn doch mal, Stevie. Ja, mit so einem Stock so. Nee, ich glaube, du berührst ihn jetzt so richtig, ne? So. Wollt ihr mal eine Leiche sehen? Okay. Und soll irgendwas bewegen? Nee, versuch. Ich drücke schon wie ein Wilder auf den Analogsticks. Warte mal, nimm mal eine andere Position ein. Noch nicht. Todesort von dritte Person. Gestört mit der Zeit. Okay. Na, die fehlen wahrscheinlich noch weitere Hinweise, um alles aufdecken zu können. Okay. Also so würde ich das jetzt immer interpretieren mit den Dingern halt. Okay. Was ist denn eigentlich da für ein Schild, was da am Baum hängt oder liegt? Nee, nicht an dem, an dem anderen. Da liegt irgendwas an dem Baum. Siehst du das da? Alter, wie hast du denn das gesehen? Nee, das hat mich gerade völlig irritiert. Dieses Under Construction. Under Construction. Okay. Warte mal, vielleicht liegt hier unten die Kurbel. Oh! Ja, stimmt. Das könnte ja theoretisch eigentlich so sein, oder? Na, wenn wir jetzt hier runter. Position her. Zum Fluss kommen, genau. Wenn du jetzt nach oben guckst, müsstest du jetzt. Genau, guck mal da hinten. Dein Zug, da rechts. Jetzt zeige ich schon wieder auf dem Monitor. Ey, es ist ja schlimm als Zusehender. Benni, du Genie! So, dann geh hier mal hier runter jetzt her. Dann müsste das ja hier unten irgendwo liegen. Ja, ist nur die Frage, wo. Na, hier, würde ich fast sagen, wa? Oder? Oder hier vorne? Irgendwo. Ja, da ist er. Hooray! Wir haben die Kurbel. Und nehmen. Schön. Ist auch schön. Mutti stimmt dir auf jeden Fall richtig zu mit. Ja, toll. Soft-Horror, haben sie gesagt. Nicht so schlimm, haben sie gesagt. Ja, eben, war, oder, Mutti? Ich sehe tatsächlich gerade den Chat nicht. Irgendwie, ansonsten blickst du so abgelenkt. Irgendwie. Benni muss sich heute komplett um den Chat kümmern. Ja, das mache ich gerne. Dafür, dass ich dann heute mal nicht spielen muss, weil ich das liebe gern. Ich würde ja mal hier so ein. Oh, an dem See irgendwie würde ich gerne mal so einen Stein flippen lassen. Also. So flitschen. Ja? Flitschen? Du nennst es Flitschen? Ich nenne das Flitschen. Also, so einen flachen Stein lässt und dann so. Flippen und nee, flitschen. Flitschen lassen. Wer sagt flitschen? Wer sagt. Was sagst du? Flippen? Ich flippe ihn doch nicht. Also ich. Na klar, natürlich. Er flippt doch über das Wasser. Wenn, dann hüpft er erstmal übers Wasser. Ja, das ist der korrekte hochdeutsche Fachterminus dafür. Das mag wohl richtig sein. Ja, aber was ist denn flippen? Flippen ist für mich, dass er sich um seine eigene Achse dreht. Das wäre für mich ein Flip. Na, was ist ein Flitsch? Ein Flitsch ist so. Flitsch ist Umgangssprache. Ja, ich möchte ihn nicht berühren. Sollen wir jetzt erst zu den. Ja, das wird. Aber sollen wir jetzt erst zu dem Zug zurück? Also, Herr Junger schreibt auf jeden Fall: Kurbeltime! Zurück zur Lok und schon ist die Leiche vergessen.
Ja, tatsächlich, ja. Der Spieltrieb ist hier weg. Na gut, dann nehmen wir halt zurück zur Lok, ne? Ich frag mich, was... Also, weißt du wirklich, du kriegst sie noch an, die Lok? Ja. Naja, prinzipiell sieht sie noch funktionstüchtig aus. Also, ist jetzt natürlich jetzt eine Deutsche Bahn-Style, wa? Also, so sehen die doch alle aus. Na dann. So. Wiederholt drücken. Yay! So, der Lack ist auch so, wir haben schön Krakelierlack hier drauf. Hm. So. Und B treten. Okay. Und jetzt am besten den Ausschaltknopf einfach drücken, damit du wieder kurbeln musst. Nein. Oh Gott, die fährt ja wirklich noch. Warte mal. Schub, schub. Ein Kindheitstraum wird wahr. Aber warum sollten die jetzt, wo sollt ihr hinfahren? Ja, das weiß ich ja nicht. Also, warte mal, sollt ihr über das Seil fahren, damit ich das Seil bekomme? Weiß ich, also, nee. So, jetzt feig über die Beine rüber. Ist mir unangenehm. Oder musst Sorry. Du die... Oder musst du die komplett zurückfahren, um den Unfall nachzustellen? Wie zurückfahren? Ja, zurück, so weit wie du kannst quasi. Also du kannst ja nur noch bis da hinten, das geht ja, mehr geht ja nicht, da sind ja auch Steine. Ich halt noch ein bisschen Loch, ist ja kein Problem, das mach ich ja gern. Weil hier hinten geht's ja auch. So, okay, das scheint es gewesen zu sein. Okay. Und verlassen. Verlassen, na, ist ja Tutti. Ey, aber jetzt mal ohne Mist, irgendwie, wo kam denn jetzt diese Lok her? Irgendwie, hier ist ja nur alles im Arsch, irgendwie. Ja, vor allem auch, weil da gar keine Schienen sind. So, aber was hat uns das jetzt gebracht? Wir haben jetzt die Lok hier hingefahren, ich würde mir gerne noch mal das Seil angucken. Nee, warte mal, was ist denn das hier vorne mit untersuchen? Oh, ein Koffer? Nee, ein Benzinkanister. Benzin, Diesel. Okay. Eingelassen. In Eile. Kanister. Und dann kannst du noch mal was untersuchen? Vertrocknetes Gras. Ja, das sieht ja alles nicht so frisch aus hier in der Mitte. Rechteckig. Was? Lok von der Brücke. Ah, ach so, du musst die Lok dahin bringen. Okay, dann fahr sie mal wieder nach vorne. Warte mal, soll ich jetzt hier erstmal... Was denn? Hier irgendwie... Nein. Lok. Okay, alles klar. Gut. Okay. Währenddessen sage ich dir mal, dass Herr Junger schon schreibt, ich sehe schon das Video-Thumbnail vor mir mit Lokführer Steve. Dup, schub. Achso, warte mal, ich muss erstmal starten, ja. Nee, du musst die Kurbel machen. Nichts starten, kurbeln. Kommando! Wieder raus und schön anlassen. Oh. Dann versteht die Startenoption nicht. Hobby, Hobby, Hobby. Auf geht's. So. Nicht so heute Stelle. Los, Kali. So, dann fahr ich jetzt hier die Lok hin. Genau. So. So. Oder? Was sagen wir? Passt es? Also, du kannst ja auch. So. Meinst du? Verlassen. Ja. Ich lass mal die Lok noch an. Ja. Okay. Was war das für ein Geräusch? Irgendwas. Haben wir jetzt irgendwas richtig gemacht? Achso, meinst du, wie so eine Art. Jawohl, doch. Die Lok müsste aber richtig stehen, oder? Könnte man ein bisschen weiter nach vorne? Achso, die hat hier die ganze Zeit gestanden quasi. Deswegen hier das vertrocknete Gras. Haha. So. So ein Mückenschiss nach vorne. Jetzt geht's los. Millimeter für Millimeter. Ja, genau. So, okay. Dann würde ich jetzt mal ausmachen wieder. Ups, ups, ups. Die Musik sehr schön. So, okay. Aber was haben wir jetzt gerissen? Genau. Wenn ich gehe nochmal zur Leiche, vielleicht wird er jetzt mehr aufgedeckt. Weil wir ja jetzt anscheinend irgendwas schon fertig haben. Vielleicht sehen wir jetzt ja mehr von ihm. Okay, 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 okay. Gut. Ja. Tatsache. Aber wir haben noch nicht alles, weil ansonsten, glaube ich, würde er alles uns zeigen, oder?
Naja, also auf jeden Fall ist es schon mal mehr. Die Frage ist, wo finden wir, also so, warte mal, war er jetzt hier festgekettet oder festgeschnürt mit dem Seil? Kann ich jetzt mit dem Seil irgendwas machen? Nee. Was ich jetzt gerade ein bisschen irritierend finde, ist, dass jetzt irgendwie das... Was ist denn das hier Kanister? Links daneben? Guck mal ganz kurz den Kanister. Nee, den kann ich nicht anfassen. Links daneben? Was meinst du jetzt links hier daneben? Rechts? Warte mal, rechts. Nee, noch weiter rechts. Also, da nicht, sondern... Achso, das ist einfach nur ein Bau. Was ist das denn? Hier, was ist das? Was ist denn das? Ein Stein! Ist aber blutverschmiert. Wie hast du den jetzt gesehen? Ich hab den gar nicht, ich hab den Stumpf, der sah aus wie Gepäck. Weißt du, dieser Baumstumpf, und da dachte ich mir, geh mal dahin, weil das für mich aussah wie Gepäck und nicht, dass da ein Stein liegt. Immer nur, wenn du so dran vorbei huschst, sieht es aus, als ob da irgendwas aufgestapelt einfach nur ist. Okay, warte mal, wir haben jetzt den Stein. Er hat ja gesagt Kopftrauma. Hat er vielleicht den Stein auf die Übel bekommen? Ja, wir können ein bisschen mehr sehen, oder? Können wir mehr sehen? Ja doch, wir können jetzt mehr sehen. Okay. Aber was ist denn... muss ich jetzt gucken, ob der Stein passt? Na, boah, bitte nicht! wenn ich guck dich da nochmal... Wir waren ja jetzt hier links noch nicht neben dem Baum, also hinter dem Baum. Ich lass jetzt den Stein erstmal flippen. So, links neben dem Baum. Nee, ja, der falsche Baum. Also, du läufst gerade in die andere Richtung, aber gut. Ja, ich bin tatsächlich versendet hier eigentlich. Achso, ist einfach nur so ein Schnüselpüsel. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Ja, das ist so nennt man das. Das ist der Fachterminus, ich verstehe. Das ist der Fachterminus. So, das heißt, war er festgekettet hier? Festgebunden. Ja, aber dann muss er sich ja befreit haben, weil wenn er da festgebunden wurde, aber da hinten die Beine abgetrennt wurden und das ganze Blut da ist, muss er sich ja wahrscheinlich vorher befreit haben, oder nicht? Lag vielleicht irgendetwas unter der Lok? Oh. Ja, das ist... Nee. Schade, wäre schön gewesen. So, kann ich denn jetzt hier noch irgendwie? Nee, jetzt auch nicht irgendwie weg. Nee. Vorne noch irgendwas? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Eine Fahrkarte oder eine Briefmarke oder eine Münze? Fahrkarte? So, also, es ist relativ klar, die Beine wurden durch die Lok abgetrennt. Er hat sich noch weggeschliffen. Und hat aber ein Schädeltrauma. Also muss er hier entweder an den Blutverlust gestorben sein, oder er hat hier nochmal ein Ding auf die Birne gekriegt. Ja, und was ist, wenn jetzt hier und aber jetzt hier nach links gehst, genau? Achso, dann kommen wir einfach nur da hinten. Dann kommen wir wieder hoch, ja. Wieder hoch. Bei unten, können ja unten. Aber warum war denn unten die Kurbel? Also warum liegt die überhaupt da unten? Oder lag die da unten? Na, nicht, dass hier irgendjemand runtergeschmissen hat. Der Zugführer. Irgendjemand muss ja den Zug gefahren haben. Oder? Der hat das Ding dann einfach so nach dem Motto... Warum auch immer. Ist die Kurbel weg, war der Zug nicht, oder was? Genau. Aber hier geht's ja auch nochmal hoch. Hier geht's auch nochmal hoch. Ich würde mal ganz kurz hier unten nochmal gucken. Ja, klar. Ja, vielleicht finden wir ja dann noch weitere Hinweise. Ein Notizzettel oder so. Hat denn der Chat irgendwelche Ideen? Irgendwelche Thesen? Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt gucken wir dir beide oder alle gesamt zu, wie du hier das Terrain erkundest. Okay. Gut, dann hier geht's hier mal hoch. Oder? Ja. Weil dann müssten wir dahinter rauskommen, hinter dieser Absperrung. Genau, hinter hier richtig. Mann, hier ist aber auch eine Klamotte runtergekommen, ey. Mein lieber Herr, die schienen anscheinend weiter. Aber ich glaube, dass wir... Nee, ich glaube, hier werden wir nicht die weiteren Infos finden. Ich glaube, hier ist komplett neues Terrain. Ich glaube, ist das schon too far away, oder was? Ich glaube, ja. Der Junge schreibt, wir schauen Holmes und Watson bei der Arbeit zu. Und Mutti schreibt, wir verfolgen voller Spannung, was passiert. Also gibt's keine Tipps. Sondern keine Tipps. Wir sind heute auf uns gestellt. Also nicht ganz, aber... Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja... Wenn man halt ein bisschen knobeln muss, irgendwie ist es... Oh, ach nee. Nee, das ist ja noch die... Ich dachte die... gerade, oh, warte mal. Aber ich laufe jetzt hier mal hoch. Vielleicht liegt ja hier irgendwas auf dem Weg. Fußspuren oder irgendwas. Würde ich ja schon was ist geil finden. Was ist denn das für ein Steinhaufen da? Da ist ja so ein Schild, genau. Hiesen hier. Hier, das do ist not enter. Do not enter. Du darfst... Oh, was ist das hier? Ah, guck mal, hier ist der Stein her. Abdruck in der Erde. Frischer Schmutz. Aber den Stein haben wir doch da hinten bei diesem Staum... Okay, er passt.
Kannst, öffnet sich jetzt hier irgendwo ein Portal? Er hat den Blutstein eingesetzt. So, warte mal, dann gucken wir hier nochmal, wenn ich gerade hier bin, irgendwie. Ja. Ob ich hier noch irgendwas finde? Hm. Wie ist denn das bitte passiert? Dann ist der... Wie kommt denn der Stein von da gegen den Kopf an den Baumstumpf? Naja, also, jemand hat von hier den Stein genommen, würde ich sagen. Ja, ja. Und dadurch, dass ja da Blut dran ist, wird er den wahrscheinlich aufs Köpfchen gehauen haben. Dann geht mal hier hoch. Achso, willst du nicht gucken, ob du jetzt schon mehr siehst von der, bei der Leiche? Weil wir haben ja jetzt wieder einen weiteren... Okay. Weil vielleicht... Kann ich hier irgendwas verpassen, wenn ich irgendwie zu weit laufe? Ich schätze mal, dass wir dann also wenn wir das nicht lösen, dass wir nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Aha. Okay. Okay. Was ist das? Seine Seele? Hat er 4 Seelen in sich? Na, wir haben jetzt 4 Sachen gefunden, glaube ich, oder? Oder 5? Wir haben den Stein, das Seil, die Lok, den Kanister. Okay. Wer? Who are you? Ist das der Zugführer hier? Der Lokführer? Zugführer. Kann ich hier jetzt interagieren? Also er hat die Kurbel in der Hand? Stimmt. Oh, mich was verschluckt. Dann wenn nicht, geh mal zu den anderen Punkten, weil... okay. Ist das Ethan? Ethan! Ethan Carter? Der ist der Junge. Ja, gute Frage. Der Sohnemann? Okay, gucken wir mal die anderen Spots an. Wird uns dadurch die Geschichte jetzt erzählt, oder was? Ich würde sagen, ja. Ja, guck mal an. Na, dann fangen wir beim Stein an, weil den Stein hat er hier ja schon in der Hand, wie ich sehe. Hier, der Johnny. Weil er müsste ja von hier aus müsste ja die Geschichte anfangen, oder nicht? Weil er nimmt den Stein. Und geht zu ihmchen und haut ihm den Stein gegen den Kopf. Warum? Genau, hier hat er den Stein in der Hand, hier gibt es ja schon ein Gespräch. Gib mir deine Fahrkarte, ich hab keine Fahrkarte. Guck dir leider ein paar auf den Kopf kloppen. So, was haben wir hier noch? So, ja, ich hab Nasenbluten bekommen und... Das war heftiges Nasenbluten. Das ist ein heftiges Nasenbluten, nee, ich zu. So, und hier vorne, hier ist das Seil, war das da? Chronologie. Oh, nein! Die haben hier den Jungen angekettet? Okay. Ihr Schweine! Und jetzt sollst du die Reihenfolge festlegen, okay? Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, er hat den Jungen hier festgemacht. Ja. Eins. Okay. Soll ich das jetzt bestätigen noch? Nee. Okay, man muss so durchklicken. So, dann, ach du meine Nase. Ja. Weil, was ist das? Also, das sieht aus, als ob er, weil da die Beine ja abgetrennt sind, als ob er hierher getaumelt ist, nachdem er den Stein gegen den Kopf bekommen hat. Wenn das Nummer 1 ist, dann müsste Nummer 2 entweder der Stein sein, wo der Typ den Stein holt. Naja, aber, okay, woher weiß denn der Typ das? Woher weiß er denn, dass er jetzt hier einen Stein braucht? Wir probieren es einfach mal. 2. Dann wäre das 3. Den spricht er ihn jetzt hier an. Genau. Ey, Freundchen, ich hab da gesehen, da vorne hast du gerade ein Kind an der Gleise festgebunden. Das ist nicht in Ordnung. So, daraufhin hat er hier in die Koffer gekriegt. Nee, das ist auch Quatsch. Nee, gekoffert hat einer bekommen, ist aber dahin getaumelt wahrscheinlich wegen der Gehirnerschütterung, keine Ahnung, Pipapo oder ja, Trance, so mäßig. Ja, man sieht hier aber noch keine Wunde, oder? Nee, aber er hält sich ja den Kopf. Weißt du? Okay, gut, dann hält er sich hier in den Kopf. Dann wird er überfahren, weil er sich den Kopf hält und so ein bisschen rumtaumelt. Okay. Und im Anschluss macht er nochmal den Sack zu, oder was? So nach dem Motto. Er hat ihn quasi mit der Kurbel noch erschlagen, oder was? Ja. Zusätzlich dann. Okay. Und visualisieren. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Hm.
Hm, das ist aber ein schöner Stein. Den nehme ich mir mit. Das ist mein Lieblingsstein jetzt. Damit Steine. Honey, I wish there was another way. Was? Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what stellt ihn zur Rede? What all of us want. Schläfer das, was er verlangt, was? Und reit es Atom, Kids. Okay, er kann sich befreien. Oh, das muss jetzt aber nicht gezeigt werden, oder? Natürlich. Oh, ihr habt dem Mann ein Pflaster. Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Ist ja gut. Ich glaube, er hat es geschafft. Aber er hat es gerade noch so fürsorglich, als wenn er das ja nicht wollte. Nee. Warum spricht er auch mit dem Ethan wie, ja, du bist der Schläfer? Weil, also, ist das eine Familie? Also, sind die alle verwandt miteinander? Nein, echt? Ist das eine Chuzpe? Ist das eine Suppe? Er sah jetzt aus, als ob er hier, oder Opa ist, sag ich jetzt mal. Der andere irgendwie der Bruder von Ethan? Warum auch immer er Ethan ankettet und überfahren will mit der Lok? Oh, jetzt bin ich in der, Traum... Oh, warte mal. Ist das jetzt hier vorne? Ist er gerade hier hin? Habt ihr gesehen, da ist er noch runtergegangen, am Strand. Ach, oder? Wahrscheinlich wegen dem Verstecken der Kurbel. Nee, hier, guck mal hier. Ja, ja, aber der hat doch das Ding... Es wurde ein Opa. Oh Gott. I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that. Sind wir besessen? Nee, aber scheinbar sind alle anderen besessen. Ethan's family against him. The grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Okay. Ja, krass. Kurze Frage, sag mal, die Falle am Anfang, hatte die jetzt irgendwas damit zu tun? Oder haben wir da vorne schon irgendwas nicht gefunden? Ich glaube, da vorne haben wir die Puzzleteile nicht gefunden, um das aufzudecken, was da vorne gewesen wäre. Sollen wir jetzt da noch hin? Von mir aus, warum nicht? Oh, okay, was haben wir hier vielleicht jetzt übersehen? Ohne Distel oder irgendwas? Ich weiß nur nicht, ob wir denn noch irgendwie mal auch vom Weg abkommen müssen, um irgendwie vielleicht noch... Ach so querfeld einlaufen meinst du? Ja, weil die Fallen werden ja wahrscheinlich irgendwie, also falls es noch weitere Fallen geben sollte, was ich nicht hoffe, werden die ja nicht auf dem Weg da, guck mal, links, da war eine Falle im Gras, hast du es gesehen? Da, siehst du das? Was? Ist das... Oh, ich dachte, das wäre die andere. Ich dachte nicht, dass das eine Bärenfalle ist. Ah, okay. Cool. Ja, okay, eigentlich ja. Nicht so. So eine Bärenfalle einfach da so cool. Finde ich nicht so cool. Naja, die Frage ist, was soll die fangen? Bären? Sind hier Bären? Da. Oh, die ist aber Alter, fies. Was ist denn das für eine Booby Trap, ey? Das ist ja mal fies, das Ding. Aber okay, gut, wir sollen jetzt anscheinend Fallen finden. Ich wäre hier einfach hingelogen gerade. Also, ich so, Benni, du musst mal sagen, bei mir ist die Textur leider so ein bisschen matschig. Ja. Jo, du siehst es ein bisschen besser dadurch, dass wir über dich quasi zocken. Ja. Falls du noch irgendwo was erkennst, irgendwie, sage mir Bescheid, führe mich. Ich brüll dich an. Aber nee, bitte nicht, das möchte ich nicht. Ich weiß, du bist sensibel. Nein, ja, aber genau. Aktuell sehe ich nichts. Das sieht alles... Ja, wie Wald aus halt, ne? Ohne Fall. Das ist eine Spitzenaussage. Sieht aus wie im Wald alles. Ja, wenn nicht, geh doch nochmal nach rechts, da wo wir vorhin waren, wo wir die erste Falle entdeckt hatten. Okay. Guck mal, wie geil verwittert das aussieht. Nee, wirklich, also die Grafik ist schon wirklich...
gerade eben erzählt er mir noch was von Fliegen. Ich sehe das nur verwaschen und... Und er sagte, die Grafik sieht richtig nice aus. Naja, aber also, das kann man schon erkennen irgendwie. Was ist denn das? Eins wird uns wahrscheinlich noch fehlen, ne? Ja. Würde ich jetzt mal so tippen. Und vor allen Dingen, warum sind da so viele Leichen? Na, vor allem, wo, welcher Punkt ist das? Wo ist das? Was finden wir da? Achso, da ist die andere Falle. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo unterwegs noch was finden. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, oder? Weiß nicht, wo es ist. Fühlen finde ich komisch in dem Kontext zusammen. So. Show me the truth of this place. Alter. Oh, meine Nase. Ist das hier ein Schlachtfeld gewesen oder was? Oh Gott. Oh, guck dir das mal an, Benni. Das ist. Wo? Lesen. Was ist denn da passiert? Text. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jana-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. Das ist komisch formuliert. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte, denn fand er noch mehr Saft. Okay. Ja. Cool. Saft. Das ist eine nette Geschichte. Ich habe dir gesagt, du kannst hier nicht sein. Aber Gramp, ich habe etwas für dich geschrieben. Das ist wirklich schön. Danke. Just leave it. I'll read it later. Oh, die Mucke ist so geil. Die ganzen Leichen sind weg. Also. Lesen. Mhm. 1 von 2. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jomo. Bayfield County. Ich finde die Schrift extrem schwer zu lesen. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt. So die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem Haus abgelegenen Haus in der 46. Old Orchard Road in Creek Valley ausbrach. Das frühere Albert Vanagriff, was das früher Albert Vanagriff gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei sich womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Oh, das ist aber eine miese Kiste. Ja, sagt man immer, soll man nicht machen. Nicht im Bett rauchen. Man soll ja nicht rauchen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. So, warte mal, kann ich hier irgendwie weiter knipsen? Ja. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift-Erben von Tom Orton. Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln. Das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde, als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer, bei dem die Vandegrift
Bei dem das Wendegriff. Okay, ja, das kann ich. Kann. Es ist zerstört, der Text, ne? Genau, da ist ja der abgebrannte Zeitungsartikel, ne? Guck mal hier, das ist. Er sieht ein bisschen aus wie Opa. Ist Opa einer von den Wendegriffs? Ja, ist Opa nicht. Ja. Ja, sind wir auch. Also nicht wir, aber. Also er sieht schon aus wie Knüppel-Opa. Ja, genau. Also ja. Ja, ja. Okay. Würde ich auch sagen. Also ist der Opa King Carter gewesen mit anderen. Ist Carter ein Wendegriff? Ja. Puh. Gute Frage. Okay, also das lag vorhin hier nicht da, als bin ja hier lang gelaufen. Okay, gut, dann haben wir quasi schon mal die düstere Geschichte des Dorfes so ein bisschen angekratzt. Es gab also ein Feuer, bei dem mindestens 6 Leute anscheinend gestorben sind, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Ah, guck mal. Ich bin jetzt gerade richtig verspritten. Hier, pass auf. Herr Junger bringt uns Licht ins Dunkeln. Also erstmal Märchenstunde mit Ethan, wegen der Story, was Ethan da geschrieben hatte. Aber sie erklärt es nochmal kurz. Die Carters wohnen im alten Wendegriff-Haus. Carters sind Ethan, Ed, Opa, Gale, bislang. Also aha. Ethan, ne, ist der kleine Junge. Ed war da wahrscheinlich der Bruder. Opa ist halt der mit dem Knüppel. Gale ist seine Frau. Und die wohnen halt in dem Anwesen von den Wendegriffs. Ach so, okay. Liegen das jetzt aus dem Text hervor? Bin ich so bescheuert, dass ich die Leser noch nie gerafft habe? Ich würde sagen, ja, aber ich habe selbst als Zuschauer es nicht gerafft. Aber dafür haben wir den Chat. Oder kennt Herr Junger schon das Spiel? Das weiß ich nicht. Ich sehe wirklich, das haben wir schon so mit so einer typischen Lokführer-Mütze auf dem Kopf von Steven. Lokmütze? Nein. No. So, okay, na, dann können wir ja unten weitergehen. Dann haben wir jetzt quasi das erste Areal geklärt, das zweite Areal. Und dann würde ich jetzt hier unten weitergehen. Willst du hier unten weitergehen oder willst du hinten, wo wir den Stein aufgenommen haben, da oben weitergehen? Weil wir müssten, glaube ich, von beiden Seiten rankommen, wenn ich mich nicht täuschen. Weil wir konnten doch hier links auch weiter hoch. Ja, ja, dann machen wir das. Dann laufe ich oben lang. Und hüpf. Hey. Oh, schon gleich wieder perfekt geparkt hier. Ja, aber lässt du an. So. Aber, ja, nee, machen wir nicht. Da bin ich eigen. Der Junge sagt übrigens, der Junge sagt übrigens nein, sie hat mitgelesen. Und schon ist das der Stempel der Blödheit haftet auf unseren Schultern. Unseren Stirnen. Und unsere Gedanken, zumindest deine, waren anscheinend noch bei der Lok. Oh, ich darf gleich wieder Lok fahren. So, jetzt laufe ich hier im Wald dran. Schön. Nebel. Oh. Wow, das ist ein magic place. Okay. Geht's hier hoch? Oh, diese Knarzen, geil. Sehr gut. Als Kind habe ich sehr gerne im Wald gespielt. Wir haben so ein Naturschutzgebiet hier bei uns um die Ecke. Kann man richtig geil spielen da drin. Mit Fahrrad drin. War immer cool. Warum? Stone. It's just a stone. Willst du dem klopfen? Also. Das ist so ein aggressiver Specht. So ein Specht. Was ist denn das da vorne? Oh. Geh mal geradeaus weiter. Du wirst wahrscheinlich gerade noch nicht ganz so sehen, aber so leicht links, da ja genau da. Geradezu jetzt, genau. Ding mit. Schau mal, was ist das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das eine Antenne? Das? Ist das so ein Lichtsignal für die Züge? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also. Vor allen Dingen, du hast ja ein Handzeichen drauf. Drück mal rauf, was passiert denn dann? Lol. Okay. Aha. Okay. Was ist denn jetzt los? What? What? Renn ihm hinterher! Wer ist er denn? Wer ist das? Wer ist dieser Kosmonaut? Wo ist er hin? Wo ist er? Ist er da hoch? Nicht hoch, wa? Ja. Also. Wo, also, wen oder was soll er denn jetzt symbolisieren?
Das ist der junge Juri Gagarin. Was? Okay. Oder landen jetzt gleich. Der lockt uns doch jetzt irgendwo hin, oder was? Das ist doch eine Falle, oder was? Sind wir in Wahrheit in der Nähe von Area 51? Ah, so, sind wir. Obwohl, der ist schon abgedreht. Sind wir jetzt hier in Kosmonauten, Außerirdischer, oder was? Nee, oder? Also, so möglich ist. Möglich ist alles, wo ist er hin? Du bist der Guy. Wie sagst du dazu überhaupt? Benny, sagst du dazu Astronaut oder Kosmonaut? Ich wollte gerade die Frage stellen, von wegen, wo ist denn da der Unterschied? Naja, Astronaut ist. Wow, okay, alles klar. Hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ist das jetzt hier so ein Outer Space Ding oder wie? Dead Space 4. Ja, wahrscheinlich. Was, Weiß ich nicht, willst du da. Willst du Benny, weiter bist folgen? Du bereit für die Analsonde? Was ist das? Okay. Okay. Ich sag mal. Okay, was? Das ging schnell. Das ist ja viel cooler als die Look. Oh, guck doch mal. Also, das habe ich jetzt. Echt? Jetzt geht's hier im Weltall weiter? Was ist denn das für ein Sprung? Und schon habe ich. Hey. Und schon habe ich so Interstellar-Flashbacks. Ja, der Chat packt sich genauso wie wir uns auch gerade. Was ist hier los? Ja, why the face? Also. Was soll ich hier irgendwas machen? Soll ich steuern? Nee, ich hab. Okay, cool. Ich hab nur Steine fast. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, Alter. Kannst du denn überhaupt steuern? Also kannst du irgendwie das Ding bewegen oder bewegst du dich nur da drinnen? Ich bewege mich nur hier drinnen. Ich kann mich anspannen. Gegner. Karl Zeiss? Extraterrestrial Containment Caps. Ach, schön. So, wir hängen jetzt hier wie die anderen hier im. Da hört dich keiner schreien. Ich hab mich gerade selber so erschrocken wegen deinem Geschrei gerade. Naja, aber guck doch mal, wir sind am Arsch. Junge. Da seht doch hinten Nebula 5. Na Mensch, da kommen wir. Was sollen wir jetzt hier? Ich weiß nicht. Irgendwas machen? Ah, guck, okay. Ja. Lesen. Da. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber auch schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer noch brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm es ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, dass das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu und zeigten wie Nadeln auf sie. Die Baumwipfel neigten sich und gruben sich in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Eine tolle Alliteration. Schön. Get out of my room, Travis! Stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Ah, wir haben. Ah, nein! Wir haben jetzt die Geschichte gerade so im. Hat jetzt wie so eine Fantasie des Kindes, die wir gerade gespielt haben. Okay. Ah, na klar, natürlich, wir sind doch hier ins Ding gegangen. Oh, was ist denn hier? Gaylord. Gaylord Fokker. So, abstruse Geschichten. Amerikas beste Science Fiction. Januar 1964, 40 Cent. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Spalding. Sowie Julian Best, Michael Arden, Clarence, Carl Liesel und viele mehr.
Travis in Stellung Homo-Fürst. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Irgendwie nicht mein Humor, ich muss aber trotzdem schmunzeln. So, das war jetzt nochmal das. Das war das, glaub, oder? Das hatten wir jetzt, ne? Genau. Fangzähne. Okay, alles klar. Ja, cool. Ja, aber genauso haben wir das als Kinder auch gemacht. Wir haben uns irgendwie so, das sah nicht so aus wie das hier, was wir gebaut haben. Das war wesentlich krepler, aber ne, das war unsere Rakete. Cool. Schön. Also, schön erzählt, irgendwie, muss ich sagen. So, okay. Und okay. Da ist auch anscheinend diese komische Haltestelle, von der du sprachst. Und um auf deine Fragen zurückzukommen. Ja, Astronaut oder ist tatsächlich eher eine westliche Betitelung dafür und Kosmonaut ist tatsächlich eher eine östliche, eine russische. Oh, ja. Okay. Also ist ein und der gleiche tatsächlich. Okay. Na gut, okay. Dann aber lass mal die Rakete hier stehen und gehen mal hier vorne dahin, oder was, wa? Jo, na dann ab zum, weiß ich nicht, was ist das, Zugstation? Das sieht mir nach einem Bahnhof aus. Ne? Also halt eine Bahnstation. Das könnte so bei mir in Berlin sein, Bernau. Hier sieht genauso aus, nur ohne den schönen Ausblick. Guck mal, 7 Uhr haben wir. Wunderbar. Schön. Das ist nicht ganz passend, weil wir haben es erst bei uns 6:30, aber ist okay. Ja, wann der Zug wohl kommen wird. Ich lauf mal weiter. Gab's jetzt hier irgendwas? Haben wir irgendwas? Ich habe jetzt nichts gesehen, nö. Unsere Bank? Auch nicht. Unsere Bank. Können wir uns hinsetzen und kurz die wunderbare Aussicht genießen? Das ist aber auch, also wirklich. Also, wenn ich hier auf den Zug warten müsste, der könnte von mir aus Ewigkeiten Verspätung haben. Einfach alleine die Aussicht. Ja. Absolut. Mega. Absolut. Da könnte sich der ein oder andere Hauptbahnhof was davon abschneiden. Oh ja. Auch so Aussicht. Das ist auch so ein Ding, raffen nur Erwachsene irgendwie. Wenn du Kinder saßt hier, guck dir mal hier die schöne Landschaft. Wo? Ja. Wo? Wo ist er? Na da, wo? Ja. Oh, okay, dann laufen wir mal hier weiter. Oh, was haben wir hier? Das ist ein kleines Stellwerkhäuschen. Hallo? No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Ja, tatsächlich ist das wirklich so, ne? Irgendwie in Amerika ist das echt so, dass ganze Städte, quasi ganze Kleinstädte irgendwie komplett sich selbst überlassen werden irgendwie. Ach, du meinst einfach so, sich selbst überdauern und dann wird das alles irgendwie verrottet und alles. Wow. So eine Ghost Town mäßig wird? Naja, noch nicht mal Ghost Town mäßig, aber du merkst halt einfach irgendwie, da wird halt nicht mehr investiert und nichts. Das wird halt einfach irgendwie egal, ob die Leute da irgendwie arbeiten oder, keine Ahnung, die ganzen Scheine fressen so. Das interessiert dann keinen mehr irgendwie. Oh, das ist so ein bisschen sächsische Schweiz hier. Schön. So, hier haben wir noch einen Zug. Das? Liebt hier jemand? Nee. Gollum? Nein. Gollum. So, okay. Na, ich gehe mal von aus, wir müssen wahrscheinlich dann hier über die, was ist denn hier unten? Über die Brücke? Oh, ist das hier? Achterwasser? Okay. Können wahrscheinlich mit dem Zug hier nicht interagieren, wa? Nee, ist ja zu schön. Die sind ja, glaube ich, auch nur die Wegöns. Oh, schade. Würde mich sehr freuen, wenn noch ein Zug kommen würde. Aber, naja. So, ich bin natürlich ein sicherheitsbewusster Mensch und laufe auf der Straße und nicht auf den Gleisen. Aber ich gucke trotzdem noch mal kurz hier in das kleine Häuschen. Und dann wieder die Gleise kurz schön, ne? Links, rechts. Okay, kommt nichts. Ganz schnell. Ja, rüber. Was da passieren kann, ne? Da macht's mal kurz plopp. Slender Trees, Freunde. Ihr wisst, was passiert, wenn man einfach über die Straße geht und denkt, die ist frei. So, okay, hier kann man anscheinend auch nicht rein. Alles so geile Ruinen irgendwie. Da, als Kind Kätze liebt. Ich glaube, als Erwachsener ist das ganz schlimm hier, aber als Kind ist das ja geil. Als Jugendlicher auch wieder schwierig, finde ich. Ah ja, na vor allem, weil du ja dann noch so die Phase hast, wo du ja weg willst. Oh, jetzt ist ja natürlich die Frage, wo willst du hin? Ich würde erstmal, bevor ich jetzt hier 3 Kilometer über die Brücke laufe, gucke ich erstmal hier nochmal schnell. Nee, tatsächlich ist das halt wirklich so, überleg mal, da gibt da 2 Kinder irgendwie in dem Dorf. So, die in deinem Alter sind. Und beide sind Kerle. Na, ist doch scheiße. Ist doch, also.
Also in der Kindheit ist das cool, weil du hast natürlich im optimalsten Falle echt einen Kumpel fürs Leben oder halt einen schönen besten Freund. So, aber wenn du halt, ich sag mal so, irgendwie du in die Pubertät kommst, ist doch kacke. Also, ist doch scheiße. Ja, ja. Ne, hier, letztendlich hast du das ja hier in Deutschland genauso, ne? In diesen ganzen kleinen Städten und Dörfern. Wenn du da kein Auto hast, dann ist der Hase gepoppt. Das sag ich mal jetzt ganz salopp. Der Junge sieht uns übrigens schon. Oh Gott, das sieht ja krass aus. Also, wow. Herr Junge sieht uns wie bitte? Herr Junge schreibt gerade, ich sehe euch schon Zugsimulator spielen. Den spiele ich nur privat. Das Schlimme ist, privat für mich in meinem Keller mit meiner Zugführermütze. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwo auch ein Spiel, Train Simulator 2, glaube ich, habe ich irgendwo in meiner Spielbibliothek. Doch, doch, ich glaube, sowas habe ich sogar. Ey, wirklich? Ja. Ist mal so ein Abschlussgame. Das sieht krass aus. Schön. Also, schön flache Äste, aber so ist es halt, wa? Ja, gut, okay. Aber sieht trotzdem toll aus. Trotzdem. Selfishness, madness. Madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Ja. Das war dran. Aber schön, eine Menge Bänke gibt's hier, tatsächlich. Sag mal, ist irgendeins der Häuser, oder ist, gehört alles den, wenn, wie heißen die? Den Wendegriffs. Das sieht hier nach dem. Nee. Bisschen windschief aus, aber verbrannt auch nicht. Das sieht auch nicht verbrannt aus. Okay. Und die unten, die Häuser? Die das ist runter? Unser Haus. Das ist unser. So was könnten wir uns leisten hier. So, okay. Na, ich würde jetzt hier einfach mal irgendwie links hoch gehen und mir mal das erste Haus angucken. Na gerne. Und das geht auch noch. Okay. Der ist ja weh upstairs. Gibt es hier Dorfbewohner? Gibt es hier Leute, die also jetzt hier mit jemandem interagieren kann? Mürrisches Dorfvolk? Ich hoffe nicht. Okay. Oh, das sieht eigentlich nicht so toll aus hier. Hallo, hallo, haben Sie kurz Zeit, über unseren Herrn und Erlöser Cthulhu zu sprechen? Cthulhu? Cthulhu. So, okay. Ich beschwöre den Knochenlosen, das ist ja toll, das geht ja schon mal gut los hier. Den einen der Leere, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Fokalor. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren, um meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Unheil zu trüben. Urteil. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon, Tetragramm, ach du Schande, Weichon, Simulaton, Esphares, Tetragrammaton, Öl und so weiter und so weiter. Das hört sich ja ganz schön nach Latein an. Nee, das ist, glaube ich, das ist kein Latein, das ist doch irgendwas anderes. Mudi schreibt übrigens auch was ganz Cooles. Lest es doch nicht laut vor. Direkt Dämon beschworen, jo, super. Stimmt, genau, Necronomicon in den Händen. Sonst ist ja schon bei Evil Dead so gelaufen. Naja, super. Ja, schön. Na, da hat die Mutti nicht Unrecht. Oh, was ist denn das? Hallo? Aha, was soll das denn sein? Ja, das ist die neue Quarzglastür. Die haben sich jetzt kommen lassen. Vom Glaser. Geh mal durch. Okay. Okay. Na toll, Mutti hat's gerade noch gesagt. Wir sind am Arsch. Tauschen? Oh. Ach so? Ach, hast du dir gemerkt, was dahinter war? Ich habe keinen Schimmer, was für ein Raum dahinter war. Ich geh mal durch. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Das war falsch. Das war falsch? Ja, weil es ist rot aufgeblitzt. Das andere war bläulich und das war jetzt gerade rot. Was jetzt? Ich wurde aus dem Spiel geschmissen. Warum? Ich weiß nicht. Ich sehe deinen Desktop. Jetzt bin ich wieder drin. Okay. Schön.
Okay, die kriegen wir durch. Das war auch nicht. Wo sind wir? Ach, jetzt sind wir. Okay, hey, was? Wo sind wir? Ach so, das ist richtig. Und gleich. Oh mein Gott! Gleicher Ausgang. Na, dann nehmen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Klar. Okay, ja, wir sind wieder am Startpunkt. Dann schau dich erstmal um und schau dir mal so. Achso, nee, okay. Hä? Was? War hier nicht? Hä? Ich raff das ja nicht. Haben wir das jetzt verkackt? Geh mal nach oben. Oh, das sagst du hier. Geh dir mal an, hier die Treppe. Die ist aber nicht, die sieht nicht so sicher aus. Ah, die ist safe. Die ist definitiv ja safe. Also ich würde sagen, ich hab's verkackt. Kommt mir jetzt nicht so vor, als wenn das jetzt irgendwie das war, was wir machen sollten. Okay, vielleicht musst du ja nochmal nach unten gehen, das Dokument nochmal in die Hand nehmen und dann nochmal zu merken. Du, aber den du hast ja recht. Mach das doch noch nicht. Okay, dann lege ich es wieder zurück. Ja, jetzt ist schon zu spät. Wahrscheinlich. Ja, habe ich mir gedacht. Ich wollte nämlich da nämlich noch reingucken, von wegen. Was ist das? Ich gehe mal hier rein. Das war in Ordnung. Gut. Auch der war in Ordnung. Nee, der war nicht. Der war nicht in Ordnung? War der nicht in Ordnung? Warte mal, war der in Ordnung? Der zweite war auch okay. Der zweite war auch okay. Ja, sie sind schon rot. War er nicht. Okay. Und wo geht's weiter? Wir können ja tauschen. Ah, scheiße, stimmt. Oh. Ja, habt ihr recht. Meine Kamera ist aus. Benni, Kamera aus, Absicht. Benni will den aus Angstschweiß verstecken. Schön. Das macht er gerne mal, der Benni. Ach, verdammt. So, jetzt wieder anfangen. So, jetzt bevor du das in die Hand nimmst, guck erstmal da rein, um zu sehen, wo wir überhaupt hin müssen. So, okay. Also, okay, super. Wir können einen Raum uns angucken. Na, ist ja toll. Dieser wunderschöne Raum lädt die ganze Familie zum entspannten Ausruhen nach der Arbeit ein. Mm. Allein die wunderschöne Tapete ist Entspannung pur. Dazu eine kleine Tine Wittler Duftkerze an und die ganze Familie ist Zen. So, okay. Okay. Kalima, ich hab die nie. So. Ist aber trotzdem ein ganz anderer Raum, den wir hier sehen. Genau, so, also hier habe ich jetzt durchgeschaltet. So, könnt ihr jetzt natürlich hier mal versuchen hochzulaufen? Ja, mach mal. So, noch mehr Türen. Schau mal. Also, noch mehr Türen? Ja, ja. Das ist ja schau. Und den Dachboden, den Dach. Achso, ach du Kacke, ist ja der. Achso, aber hier. Noch ach, doch, da gibt es auch noch eine Tür. Wunderbar. Okay, wie? Schalt mal da durch? Also nicht durchlaufen, sondern mal durchschalten? Okay. Ich würde sagen, dass das eher. Okay, nee. Ja. Machen wir noch einen weiter? Noch einen weiter? Das sieht eher wie Dachboden aus. Geh mal da durch. Ah. Gibt's hier was zu entdecken? Nein. Jules Verne. Ach, schön. Hm. Also ich würde jetzt einfach mal so gucken, von wegen, in welcher Etage wir sind und was passen könnte für pro Tür durch pro Etage. Klingt nach einem guten Plan, Benni. Also ich hätte jetzt wahllos durchgetriggert irgendwie. Für mich hat das jetzt kein erkennbares System irgendwie mit den Türen. Ja, war jetzt die einzige Ansicht, die irgendwie aussah wie unterm Dach. Kennst du dieses Video, wo ein Typ aus dem Fenster blickt? Hey, what's your name? Greg! Fuck you, Greg! Fuck you too! Kennst du das? Nee. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich bin halt ein kleiner niveauloser Schlumpf. So. Okay, das so, ist nicht. Du gehst Treppe auch? Nee. Das wird's nicht sein. Genau. Das könnte es sein? Oder? Ja, könnte. Also, guck mal, was. Oh. Das kann's nicht sein. Da fehlt es zu weit rüber. Ah, stimmt. Ich glaube, es sind auch immer nur drei. Genau, jetzt haben okay. Wir hier die Treppe. Dann wird dann es der hier. Genau. Oh, schön. Nice. So, nee, das kann es nicht sein. Bisschen, die kann es auch nicht sein. Kannst nur den. Ja, nur der eine kann es sein. Genau, nur der hier. Ein bisschen unheilschwanger, die Musik. Also,
jetzt nicht das gerade. So eine entspannte Harfe. Ist total unheilschwanger, die Musik. So, auch dies kann nicht der richtige Durchgang sein. Maybe this one. Or maybe this one. Oh, ist natürlich ein bisschen schwierig. Da muss mal ist jetzt aber tricky, ja. Das ist knifflig. So, warte mal, gucken wir mal, wie viel Platz haben wir denn da nehmen. Na, nicht nur wie viel Platz, sondern ist hier... Ja, hier ist die Treppe. Pass auf, das wird das Letzte sein, weil hier siehst du, wie die Treppe runtergeht und wir haben bei dem einen Ding haben wir so einen Treppenaufgang, der nach unten geht. Bei dem da. Siehst du, da geht rechts die Treppe runter. Also der ist es. Der ist es, ja. Gut. Nice. Du hast so recht, Alter. Du hast so recht. So, dann dürfte das ja... Ach du Scheiße. Nee. Ist zu tief, ne? Ja. Jetzt geht's aber nach links. Das ist auch zum Glück nicht richtig. Ei. Ja, das könnte schon sein, irgendwie. Ja. Na, ich bin gerade. Da wäre ich mir echt unsicher. Also da bin ich. Weiß ich nicht. Also hier. Hier würde ich fast sagen, dritte, irgendwie. Ja, dann probier's aus. Meinst du? Ja, komm. Ja. Nee. Scheiße. Wart nicht, schade. Das wart nicht. Jetzt doch. Okay, dann gucken wir mal, vielleicht können wir uns ja einen Fehler erlauben. So, okay. Das könnte es eigentlich. Ist ein bisschen dunkel. Was ist. Wie eine Treppe runter. Aber dass da eine Wand ist, ist doch eigentlich falsch dann, oder? Weil es geht doch da weiter. Dann können wir mal hier schauen. Oh, das haben wir auch alles. Ist aber du bist da. Okay. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist es auch nicht, weil das nämlich die andere Seite ist, nämlich da. Da siehst du den Tisch, genau. Dann muss es das sein. Scheibenkleister ist es nicht. Das ist ja doof. War es nicht. Ne, jetzt müssen wir eh wieder von vorne anfangen. Aber das kriege ich, also oben kriege ich halbwegs hin. Ja, wohl auch nicht. Nee, doch, ist das das hier? Genau, da drüben. Das ist die Tür hier. Genau, also das ist auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir unsicher, aber das haben wir auch noch nirgendwo gehabt. Aber dafür ist mir das irgendwie zu kurz nach hinten irgendwie. Ich habe gefühlt... Die Seite hier ist zu kurz. Ja, deswegen wäre für mich nur das irgendwie... Aber ich weiß nicht. Also, ja, das geht noch ein bisschen rüber. Du entscheidest. Ich naja, bin da... so machst du mir aber einfach jetzt hier schön. So. Weil wir haben ja auch endlich oben... Hier ist der Haus noch eine ganze Weile nach da. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, das wäre der längliche Schlauch, weißt du? Aber haben wir das nicht davor schon genommen? Mir kommt so vor, als hätten wir das davor schon genommen. Ich weiß es nicht, verdammt! Du, ansonsten, ne, wie Herr Junger sagt, würfel es aus. Ja, komm. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Minus AFK. Ich geh durch. Ich tut! Ja! Nein! So eine Scheiße! Okay, was haben wir hier? Das könnte sein. Ja. Ne, weil viel. Ja, Platz viel war hast du nicht mehr, genau. Deswegen, das sieht gar nicht. Den hatten wir noch nicht, ne? Richtig, das ist auf jeden Fall nicht. Ja, ist der safe. Nice. Richtig. Sehr gut. So. Und jetzt hier. Mit mich. Hatten wir den das schon? Könnte. Ja. Oh, das ist aber. Nee, das kann er nicht sein. Nee, weil das Haus geht auf jeden Fall noch ein Stück nach rechts. Ja. So, den haben. Nee, das kann auch nicht sein. Den haben wir schon. Grade. Genau, dann muss es der haben, sein. Oder? Genau. Ah, oh, bitte lass es das sein, bitte. Jawohl! Ja. Lol, was? Wie? Was ist das denn? Das Studierzimmer. Ich kann noch nicht durchswitchen. Ich gehe einfach durch. Oh, der hat ja schöne Sachen hier. Der hat ja schöne Sachen hier gemacht. Ganz schau. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt.
Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Ja. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell is wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Krass, und jetzt ist auch wieder so eine Geschichte von dem Jungen gewesen gerade. Ach, cool, ey. Ah, das gefällt mir richtig gut. Ja. So, das hatten wir gerade. Da war sogar der Chat dabei. So, Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Josephson. Entschuldigt bitte. Fayette County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland oder wegen einer Arschland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Orchin einen Brand bekämpften. Wie nennt man das? Old Orchin? Old Orchin? Ja, oder? Old Orchin. Old Orchin. Old Orchin. Klingt, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser. Ja. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brauerei glaubte Bayfields County Sheriff Hank Scheffel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggler-Vorhabens handeln. Obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Da war noch eine zweite Seite. Ja, quiz. Sorry. NASA startete ATS-6-Satelliten. Das ist so klassisch, so passende Artikel zusammen. Von der Association Press. Cape Canaveral, Florida, NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Application Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Cool. Klar. Okay. So, dann haben wir also hier quasi Maisha Mike gestört. Hör doch auf damit, Mensch. Ich muss die ganze Zeit an den einen Film denken. Oh, wo der Typ immer sagt so, Maische. Ah. Die Maische. Komm, ich mach dir einen Wickel fertig, Maische. Genau, mach mal Maische-Wickel fertig. Oh. Oh Mann, Alter, ist ein Balkon, ey. Oh, ist ja der Hammer. Ihr könntet gerne meinen Kaffee frühmorgens trinken und sagen, Bürgerkrums, Karthago muss fallen. Der Hickwirin. Ja, schon immer in Größenwahn gelitten. So, okay. Es ist jetzt aber eigentlich in jedem Haus so, dass wir irgendwie das Haus erst zusammensetzen müssen mit diesen Durchgängen? Oh, das wäre wär krass. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt bloß hier, weil wir hier das Ritual gefunden haben und das ja hier mit diesem Zauberer so war. Okay. So würde ich das mal interpretieren. Also wenn, werdet ja... Ansonsten hätten wir da hinten noch das nächste Haus gleich. Ja, das wär dann schnell langweilig tatsächlich. Ja, das stimmt. Wenn das halt immer das gleiche Prinzip wäre. So, jetzt, warte mal, hier ist noch ein Haus? Nee, ist kein Haus, ist irgendwie anscheinend... Das sieht aus wie, was? Ich hätte gesagt, so eine Ölpumpe. Naja, das ist ja wahrscheinlich ein Staudamm, ne? Irgendwie, das ist nicht einfach bloß eine Brücke, sondern das ist ja tatsächlich ein Staudamm. Wahrscheinlich ist das dafür irgendein... Fahrstuhl. Achso, okay, einfach Fahrstuhl. Ja. Können wir den benutzen? Ja, das ist, Würde ich jetzt mal nicht probieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach runterklatschen kann. Gibt's keinen Schalter? Oder? Doch, gibt's immer. Aber ja, aber there are no buttons on there. Oh, auch ein schönes Anwesen. Toll. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt runterstürzen sollte, oder? Nee. Ich glaube, wir gucken einfach mal, wo der Weg... genau. Ja, komm. Also jeder würde versuchen, hier hochzulaufen. Als Kind. Also ich würde es. Okay, ich wollte gerade sagen, so als Kind, gut, dass du es noch gesagt hast. Ich würde es heutzutage nicht mehr machen. Als Erwachsener würde ich grob machen. Okay. Kids don't try this outside. Oder at home. Oder irgendwo. Oh, schön. Jetzt Erwachsener. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier oben reinkommen.
Die lustige Spukerschemme. Oh, ich sehe schon, ja, sieht gut aus. Zumindest wie. Weil hier. Führt der Weg dahin. Weil hier ist ja wahrscheinlich. Nüchte. Ne, hier kommen wir bestimmt nicht rein. Mann, das sieht aber auch wirklich gut aus, das Spiel. So, warte mal, guck mal ganz kurz mir hier unten nochmal den Verschlag an, aber das wird ohne sein, denke ich mal, aber ich will nur sicher gehen. Na, ich gehe mal davon aus, dass wir sowieso nach dem anderen Haus dem Weg hier weiter folgen müssen. Kann sein. Jetzt sieht's ja danach aus. War es der junge Schweißschwapp-Drüßling, den ich gerade hörte? Ja, ich hab's gerade nochmal, ja, doch, der hört sich genauso an. Hört man ganz deutlich, bin ich mir sehr sicher. Paarungsruf, was? So, okay. So, schon mal irgendwie die Form des Hauses einprägen. Rechteckig, praktisch, quadratisch. Gut. Hallo! Warte mal, ist das Haus, was wir gerade zusammengestellt? Warte. Ah, das ist die Family, guck mal. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Aha. Okay. Ach, okay, der Chat ist quasi ganz rechts. Was? Ach so. Also, wieso, was ist denn mit dem Chat? Onkel Chad. Onkel Chad. Ja, ach so, genau, ja. Und Papa daneben, die Mama in der Mitte, dann haben wir Travis, unseren Bruder, keine Ahnung was, den Opa entbeinten und genau. Mutti, ne? Mom. Travis was loud. So, wahrscheinlich ist das auch noch wichtig für das Haus jetzt hier. Würde ich fast sagen. Weil jetzt kommt doch hier die Küche. Ja, genau. Siehst du? Ich wusste. Das ist genau das Haus, was wir zusammengesetzt haben. Was? He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay. Ja, das klingt wie die Aussprache eines Vaters, der nicht mit ihm sprechen wird. Ja, okay, ich werde mit ihm reden. Ja, aber du hast recht, Benny, du hast recht. Okay. Ja, hätten wir uns natürlich wahrscheinlich einfacher machen können, indem wir uns erstmal das Haus hier anschauen. What did you wake up? Was hast du erweckt? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Ohne keine Frage, Alter. Was hast du erweckt? You can feel it, right? Something coming from the Vandergriff house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Wer jetzt? Ethan oder der Schläfer? Ethan. Ey, mach doch nicht sowas. Siehst du, wen die hier erweckt haben? Blunis! Die haben hier Blunis erweckt! Nein. Doch! Ich hab's fast verdrängt. Dieser wunderbare Song. Oh, dieser Blue Knee Song, ey. Nee. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Ja, also scheinbar ist hier wirklich irgendeine Entität geweckt worden. Oder irgendetwas. Die komplett von der Familie Besitz ergriffen hat. Ja, gerne mal erstmal. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Okay. Oder ist tatsächlich Ethan Carter quasi der Besessene irgendwie und alle wollen ihn quasi töten, weil er der Besessene ist. Ach, meinst du, dass er der Schläfer ist? Ja, also, ne, das... Mhm. Also jetzt nicht, dass jetzt die Familie irgendwie die Guten sind irgendwie, aber dass halt einfach merken, okay, das ist jetzt nicht mehr Ethan, sondern... Rispulator der Dritte, ich habe keine Ahnung. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy.
Ja. Ja, aber weiß nicht. Ja, man kann es noch nicht so richtig einordnen, irgendwie, was nur links oder rechts ist hier. Der Chat hat, reagiert übrigens gerade auf dein Blue Knees Zitat mit No! Also Mutti und Dave finden die Idee nicht so gut. Ja, das tue ich auch nicht. Übrigens, ihr Lieben, wer nicht weiß, was gerade gemeint ist, plopp! Checkt das Video mal nach dem Video. I didn't mean for any of this to happen. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Okay. Das hört sich nicht gut an. Nee. So, haben wir jetzt quasi das Haus durch? Können wir es verlassen? Ich glaube, wir haben das jetzt durch und müssen jetzt gucken, was eventuell die Family mit Ethan gemacht hat. So würde ich es jetzt verstehen. Weil sie alle irgendwie ihn umbringen wollten. Bis auf ja. Opa, glaube ich. Ja, Opa zum Schluss ja auch, ne? Ja, okay. Also Opa halt als letzter, weil er halt eben einer der, weil er halt alt ist und sein Hass nicht mehr so effektiv ist. Also irgendwas wurde quasi, wurde der Hass dieser Familie geschürt durch etwas oder irgendetwas. So. Wenn ihr könnt ihr jetzt quasi unten langlaufen oder könnt ihr da hochlaufen? Ja, jetzt ist die Frage, was da. Also. Ich erstmal unten lang. Ich geh unten lang. Okay. Bin schon so. Ich weiß, also ich wäre wahrscheinlich an deiner Stelle oben lang gelaufen. Also ich persönlich jetzt nur. Soll ich unten lang laufen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich wäre wahrscheinlich. Ich wäre oben lang gelaufen, ganz klar. Ich wäre. Ich oben lang. Endlich oben lang. Ja. Gut, gehen wir oben lang. Ist halt nur die Frage, was. Ja, gut, wenn wir jetzt ja gleich sehen, was erwartet uns da oben? Oh Mann, ich würde hier so gerne leben wollen. Naja, sagen wir mal, ich würde hier einen Urlaub machen wollen. Sagen wir mal so. Naja, Urlaub könnte ich mir gut vorstellen. So seine Ruhe haben, schön am Fluss, in den Wäldern. Ist schon schön. Oh Gott, wie weit geht es noch? Und denn hier irgendwo? Ja, warte mal, ist das da vorne? Ja, ist ja, das was? Da rotet? Geh mal da hin. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. Was? But I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Okay. Does death bring peace or suffering? Und wie kann ich diese die Frage jetzt beantworten? Weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht wie. Would you prefer anonymity over notoriety? Weiß ich nicht, was? Ja, würdest du Anonymität vorziehen oder schlechten Ruf? Also definitiv Anonymität. Ja. Do you feel victory when your words cause pain? Nee. So halt immer in Richtung Licht? Nee, sag jetzt auch mal nee. Das habe ich nicht verstanden, was sie da gerade gefragt hat. Wenn du jetzt wenn du irgendetwas nimmst irgendwie und du weißt ganz genau, du wirst es nicht zurückgeben. Nee. Und nach dem Motto, Benny, kann ich mir mal ein Spiel von dir ausleihen? Schwierig. Ungerechtigkeit, würde ich eher sagen. Ja. Wie ist es bei dir? Ja, doch, ja. Bei Ungleichheit irgendwie muss nicht zwangsläufig dazu führen. Oh. Das ist schwer.
So, was ist Sünde? Ne? Sollte man, glaube ich, da jetzt erstmal fragen. Ja, aber ist eine Sünde nicht eigentlich was, was vom Kopf her eher gesteuert wird? Jetzt nee, guck mal, mal angenommen, irgendwie, du hast jetzt, ich gehe mal von einem schlimmen Fall aus, Mord im Affekt, irgendwie, passiert ja nicht vom Verstand her, irgendwie, das ist ja... Ach so, ja, okay. Also, ja, da würde ich halt eher sagen, doch vielleicht mit dem Herzen fühlen wir, mit dem Kopf denken wir, ne, also... Kenny ist da. So, ich wollte gerade sagen, Kenny ist da, fast verpasst, mega Grafik. Und Dave hat, was hat Dave geschrieben? Dave, was hast du denn geschrieben? Urlaub ja, Leben nein, würde, was? Ja. Würde die Düfte der Innenstadt vermissen, echt? Nachbarn, die sich in 12 verschiedenen Sprachen beschimpfen, Polizei, Sirenen, Heimat, einfach Heimat. Ja, super. Oh. Ja, ich habe die Jucht gefunden. Okay. Ich lese mal. Und gib mir das. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zur Traurigkeit. Die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, wie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Sehr fies. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Ah, okay. Oh, final. Was? Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so. Ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Mein kleiner Kumpel, mein kostbarstes Böhnchen. Das Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Ich weiß jetzt nicht, ob Mama mit gespaltener Zunge wirklich diejenige sein sollte, die zu dem Sohn sagt, nimm mal den Kopf aus den Wolken. Der wahrscheinlich sich extra so eine Konstrukte überhaupt erbaut hat irgendwie, weil Mutter mit gespaltener Zunge manchmal redet. Mal so eine Theorie. Hast du Glück, dass Mutti gerade einkaufen ist und das alles nicht gehört hat, was du zu ihr sagst? Das ist natürlich nicht an Mutti gerichtet, sondern hier an Mom. So, okay, das hatten wir schon. Genau. Pack das weg. Pack das weg. Aber waren jetzt hier auch die Lichter gewesen, die wir von der Ferne aus gesehen hatten? Ich würde sagen... Ja, das kommt aber hin, oder? Ja? Vielleicht. Ja, ich habe jetzt hier gerade nicht so die wirkliche Orientierung. Also, nee, da hat sich auch gerade super viel verändert, weil das Haus ist ja auch super weit weg auf einmal. Also, weil der Weg ist ja auch weg. Theoretisch müsste ja wahrscheinlich da unten der See sein, also sind wir von hier irgendwo, wenn die kommen. Würde ich jetzt mal so... Ja, aber wir sind ja in unserer Fantasie ja auch genau, da ist das Haus. Also dann sind wir Richtung diesen, ja, der Leuchten hingerannt. Ja, da ist ja das Haus, genau. Oder? Ja, aber ist es? Ja, das ist es, wenn er das Haus hat. Genau. Da ist ja die Brücke, da ist dann das andere Ding, genau. Genau, hier hinten, ja, ach, gib mal, ich bin hier hinten gelaufen. Tapa, tapa, tapa. Hier hinten ist der Weg. Mhm. This is the way. So. Nubbidi-bub. Und dann sind wir hier rechts rein. Richtung genau. Lämpchens. Richtung Lampen. So, dann geht jetzt hier weiter. War ja ein schöner Abstecher. Aber die Melodie auch von dem Spiel, super angenehm. Also wirklich, das haben sie richtig gut gemacht. Ja, also tatsächlich ist das halt wirklich ein recht, recht chilliges Spiel mit diversen blutigen Ausnahmen irgendwie. Ja. Ich hoffe nur irgendwie, dass die Story nicht nachher so perfide ist, dass man halt so, dass man da so einen Nierenhaken von bekommt. Hm. Oh. Okay. Oh, das sieht aber krass aus. Das Haus... Eine Kirche? Sieht aber für mich unheimlich aus. Oh ja, sieht wirklich aus wie eine Kirche.
Okay, ja, das hat tatsächlich so, entweder, das hat schon nordische Allüren irgendwie, aber auch könnte russisch sein. Also nimmt sich ja wahrscheinlich, jetzt betet nicht so viel irgendwie. Ah, guck mal, ist späteren Friedhof. Ah, it's a graveyard. Ja, dann wird es eine Kirche sein. Ja, na, ja, sehe ich doch. Fast wie eine früht. Norwegische Stabkirche. Genau. Sagt Herr Junger. So, soll ich in das grüne Labyrinth gehen oder in das rote? Willkommen bei Madison. So, und hier ist ganz schön duster. Na, ich glaube, du musst ins grüne Labyrinth gehen. Dann geh mal ins grüne Labyrinth. Okay. Nehmen. Nehmen wir. So, haben wir jetzt. Haben wir jetzt Licht? Kann ich hier vorne hin? Na, ich glaube, du brauchst, wenn dann, wahrscheinlich noch sowas wie Feuerzeug oder so. Dann laufen denn die, kommen denn die Leute völlig unvorbereitet her? Ich verstehe sowas nicht. Kann man denn nicht so ein Feuer? Schade. Das wird wohl nichts. Jetzt kann man höchstens noch mal gucken, ob irgendwo auf den Bänken noch was liegt, aber. Sieht schlecht aus. Nope, 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 nope. Wo liegt denn nur der Klingelbeutel? Ah. Aber kriegt man eigentlich so ein bisschen Bock auf Skyrim. So. Ruhe in Frieden. Ach, guck mal. Eine deutsche Kirche. Deutscher Friedhof. So. Oh Mann, ey. Gefällt mir wirklich gut von der Grafik. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich weiß, ich lobhudel die ganze Zeit schon. Aber was haben wir hier? Wir ruhen in Gott, meine liebe Frau, Tusnelda Schöneberg. Tusnelda Schöneberg, geborene Dams. Okay. Das ist doch aber, wir sind doch hier jetzt in den USA. Es gibt ja auch deutsche Auswanderer. Tusnelda Schöneberg, na wohl, doch, gibt ja auch eine Menge. Also ist ja tatsächlich wirklich eher ein jüdischer Name, ne, Schöneberg. Tusnelda. Ja. Vielleicht, naja, dann ist... So, okay, soll ich mir jetzt Absteine anschauen? Nee, ich würde jetzt mal so an dem Haus vorbei, so da links nochmal, genau. Also da jetzt rechts. Okay. Ein Geräteschuppen, warte mal, hier vorne ist noch irgendwas. Mehr Steine. Ja, mehr Steine, noch mehr Steine und Rindenmulch. Okay, aber hier ist auch nichts weiter. Das ist nichts und hier geht nur ein Weg weiter. Oh, immer noch ein paar Mausoleen. Das ist... Oh Gott. Und oh, hier, guck mal, eine Ölkanne. Verbrannte Streichhölzer. Ölkanne. Das Öl, runder Fleck. Öllampe. Öllampe fixieren. Yeah! Und jetzt? Können wir jetzt. Na, wahrscheinlich brauchen wir noch das Glas und ein Docht und. Okay. Alles Mögliche dazu. So, kann man hier hin? Nee, kann man natürlich nicht. Alter, oder? Was ist denn hier passiert? Alles voller Blut. Oh Gott, was ist denn das? Steine, okay. Steine, okay. Ich wollte auch gerade sagen, so. Pinsel, Eimer, Krähenkadaver, Blut als Farbe, Ritual, Krähen getötet, aufgeschnitten, Messer, Dolch, Skalpell. Fragezeichen. Okay. Keine Ahnung. Ich sehe auch nur schwarz. Ach nee, da ist ja wirklich was. Da ist... Ah, guck mal, das ist vielleicht hier in so einem. Ist das hier drin? So ein Mausoleum. Warum liegen da Steine? Na, wahrscheinlich hat das hier einer. Ich untersuch mal diese Schubkarre. Mörtel, Kelle, gelaufen. Arbeit fallen gelassen. Unterbrochen. Schubkarre. Also. Wollte man jemanden, also will man da, also will man das zumauern? Na, von Wendegriff? Ich würde sagen, weil ansonsten hättest du ja wahrscheinlich halt nicht so eine Schubkarre mit Mörtel. Ja, wenn man die einfach nur aufkloppen wollte, ich geh mal hin.
Ja, mach doch mal. Ja, ich würde sagen, das ist das, was wir gesehen haben, wa? Ja, also ja, ich sehe nichts, aber liegt wahrscheinlich wieder an meinem Monitor. Ich schalte mal ein bisschen. Ist ziemlich dunkel, aber ja, ich glaube, das ist das. Ding. Was? Nothing happens. Griff, Griff. Griff? Griff, Griff. Krähe, Krähe? Ja, da auf dem. Da sind ja zwei Krähen irgendwie dran. Hey. Mach mal entspann dich. Okay. Also, wenn wir jetzt hier tote Krähen finden? Ach, guck mal hier. Das da warst du aber. In der Nähe von Frau Schöneberger. Ja, wenn ich geh da mal nochmal hin. Vielleicht müssen wir ja die. Also, ich gehe jetzt mal von aus, das ist eine Steinkrähe. Das ist keine richtige. Es wird jetzt keine richtige sein, oder? Ich glaube. Nee. Ich hoffe, es ist eine Steinkrähe. Das ist auch so eine Deko-Zier-Element-Dingens-Krähe. Eine Deko-Krähe? Eine Deko-Krähe. Eine Deko-Krähe. So. Warte. Hallo? Nee, da, oder? Nee, da. Wo ist denn Schöneberg? Und habe jetzt gerade nicht hingeguckt, wo du langgelaufen wärst. Nee. Da könnte, aber auch nee. Hätte ich die Umrundung komplett machen müssen? Nee. Aber Schöneberg war ja auch weiter. Ist es hier? Ja, hier ist zu nah. Jetzt weiter unten rechts. Kommst du noch weiter runter? Mal angefangen. Ja, oder? Warte mal, guck mal hier. Ah, ja. Guck mal. Ja, Steinkrähe, du hast recht. Aber die Steinkrähe hatte Blut an dem Schnabel. Ah, das ist, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Weil es ist trotzdem noch ein Stein. Was soll da jetzt passieren? Ja, da ist jemand. Ach, was war das? Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke. Blut, Mensch, Krähe. Vielleicht ein Blut, Mensch, Krähenmann. Blutfleck. Ja, nicht, dass die Krähe genutzt wurde, um hier, weiß ich nicht, sich zu verteidigen? Sich zu verteidigen ist aber auch so schön ausgedrückt. Ja, ich versuch's immer. Für vorsätzlichen Mord. Ja. So, dann kann ich jetzt nicht hier. Warum musst du die Krähe da raufsetzen? Ja, meinst du, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke eher drinnen, oder? Okay, ja, gut, hast du recht. Ja, weil er zeigt ja auch immer noch nach da, ja, und wir müssen da drinnen dort machen. Ja, okay. Hier hat er gesagt Krähe, dann würde ich sagen, mach mal Krähe. Fixier. Und jetzt nochmal ziehen, oder? Oh. Oh. Das ist ja krass, das ist ja auch. Oh, okay, cool. Cool? Nicht so cool, Alter. Na, Kumpel, was steckt da? Steckt eine Krähe in ihm drin? Ein Krähendolch. Na klar. Das sieht mir nach Ritualmord aus. Untersuchen. Todesursache. Brustwunde. Kein Blut. Postmortal. Mitte im Gesicht. Seicht. Geringe Blutung. Rückenwunde. Zeichen. Ein Angreifer. Mehrere Angreifer. Mich hier nicht berühren. Ah, okay, alles klar. Wir müssen also wieder. Ah, wieder so ein Rätsel lösen. Dinge okay. Finden. Ja. Müssen wir Dinge finden. Ich würde mal kurz mit dem Dolch hochgehen. Oh, Herr Junge sagt auch gerade, könnte Chad sein. Onkel Chad. Oh, ich fixieren. Aha! Sehr gut, Stevie. Krass. So, das heißt, was zur Hölle wurde hier vorher getötet? Ich hoffe wirklich nur in Anführungsstrichen Krähen. Na, dann gehen wir nochmal zu dem. Typen runter und fass ihn nochmal an. Wir will ihn anfassen. Naja, aber vielleicht haben wir ja schon die Lösung. Na, meinst du eh ein Ding? Ich glaube, das. Also, vielleicht sehen wir jetzt ein bisschen mehr, aber ich glaube, das wird es noch nicht gewesen sein. Ah, we see a little bit more. Okay, wir haben doch alles gefunden. Okay. Benny, du bist halt einfach ein Genie. Du bist ein Genie. Ich habe ja. Fünf Dinge? Haben wir jetzt fünf? Naja, mit Schublade, mit dem Blut, dann die Öllampe, mit dem Öl, mit dem Mörtel und so einen ganzen Kram. Da müssen wir bestimmt wieder einiges zusammensetzen. Na gut, okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Nein, guck mich nicht an. Aber da könnte Herr Junger recht haben, dass es Chat war. Weil hier vorne ist Chat, der mit der Glatze.
Ja, das ist Mutti und das... Müsste Vater sein. Das ist Vater. Ah, genau. Okay. Weil, okay, weil das ist nicht Travis. Travis ist... Ja, Travis war ja der mit der Mütze. Genau. So, okay, was ist... Kontaktlinse wahrscheinlich rausgefallen. Und sie hilft suchen. So, hier oben haben wir noch einen. Ach, da müssen wir das wieder so in Reihenfolge bringen, wa? Genau, richtig. Okay, Mutti und Vater... Ja, reden. Mhm. Quatschen einfach. Mhm. Und nur Mutti. Oh nein. Nee, das... Mutti und, Travis. Travis, genau. Aber, suchen die wen oder was? Das waren halt, waren keine 5 jetzt, oder? Nee, da, ich glaube hinten, wo die Blutspur noch ist, glaube ich, da müsste auch, glaube ich, noch ein Hinweis wahrscheinlich sein. Ah, weil, da hinten, genau. Here it is. Wie ist ja sonst ein Blutspur? Okay. Lord. Also, okay, Chad hat den Vater angegriffen. Und die Mutter hat geholfen. Ja. Also, Chad vom Papa runterzukriegen. Denn Chronologie. Ja, aber das wäre nicht der erste, oder? Das ist nee, doch natürlich nicht. Fast nee, das nee, letzte. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das. Das letzte? Ja, fast, würde ich jetzt sagen. Also, ich glaube, dass es angefangen hat mit Mutti und Travis, die. Die sahen aus, als ob die irgendwen gesucht haben. Naja, aber denk dran, die Schnitte waren Postmortem. Die waren auch nur leicht. Ach so. Also dann würde ich vielleicht sagen, war das hier die... Machen wir mal anders. Von mir aus ist die 3. Okay. Und hier vorne hat er ja sich so gebückt, so nach dem Motto, ah, mir tut was weh. Ach so, das ist denn 4 und 5 ist quasi hier vorne? Genau. Völlig so... Hier. Und komm schnell mit. Jetzt ist die 5. Und die Mutti sucht erstmal und dann diskutiert sie wahrscheinlich mit Papa. Das ist halt die Frage. Warte, hat sie da schon die Lampe, wo sie mit Vater quatscht? Nee. Da hat sie nämlich noch nicht die Lampe. Dann ist das also die 1. Ja, dann mach aber auch die 1 und nicht die 5. Ja, ich kann die 1 nicht nehmen. Ah, oh, nee, ey, ist sie noch da und... Nein, das erste Ding ist auf 1 neu geschaltet. Ah, ja, doch, so. Ja. Du denn konntest jetzt gerade nicht weiter. Okay. Das ist denn die 2? Oh. Und jetzt visualisieren. Probier mal gucken, ob es hinhaut. Our boy. Chad is putting our boy in that crib. Breaking him up, giving him to the sleeper forever. Was? Chad wollte Ethan in dem Mausoleum einbetonieren. Was ist denn er für ein Arschloch? So ein Arschloch. Okay, alles klar, dann ist es andersrum. Dann ist das die 1. Ja, okay. Mir, du musst dann das andere wahrscheinlich hier, die hier. Nee, warte mal, dann ist es, dann bleibt es die 1. Aber was ist er denn? Denn ist er nicht die. Ist er die 5? Probier mal aus, mal gucken. Weil die 1 stimmt anscheinend. Weil die kannst du nicht mehr verändern. Ja, was hat denn jetzt Travis aber damit zu tun irgendwie? Ja, vielleicht danach, weil sie dann sagt so von wegen, wir suchen nach Chad. So nach dem Motto, dass sie das verheimlicht, dass sie jetzt Chad da unten hingeschmissen haben. Na, dann müsstet jetzt... Okay, dann probieren wir jetzt, genau. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Weil Mutti rennt ja auch runter. Forever. Forever. Nee, ist auch nicht. Nee. Dann muss hier vorne irgendwas sein mit 2 und... Also sie geht hier runter. Sie hat die Lampe. Ach so, ne, warte mal. Dann haben sie ihn jetzt hier gerade gestört beim Zumauern. Ja, genau. Dann ist das 2, das 3, oder? Hinten 4 und 5 ist immer noch vorne mit Travis. Boy. Chad is putting our boy in that crib.
and bricking him up, giving him to the sleeper forever. Forever. Immer wieder. Forever. Forever. So, bitte, los. Stimmt, hat sie erzählt mit dem Zumauern, ja. Yes. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Oh, 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 uncool, Alter. Oh. Chad, let me see it. Get the hell away from me. You should have been helping. Ach, deswegen der Kratzer im Gesicht. Oh, na schön, danke. Chad, get off of him! He's your brother! Get off of him! Achso, und Ethan verpisst sich und... The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Wait. Ethan. Okay. So, dann gehen wir mal jetzt da runter. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? What? My key. Nicht schon mehr die Mine. I don't know. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Okay, also jetzt heißt es dann Richtung... The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Ja. Kann man jetzt hier noch irgendwas... Bringt das jetzt noch was? Nee, ne? Ich glaube nur, dass... Die Geschichte ist ja erzählt, ne? Oh, boy. Ah, nee. Okay, hört. Schau nochmal. Kannst ja zum Glück überspringen. Ethan's our boy. Dad. I need to get into the mine. Andere Perspektive. Mine? Okay. My key. I don't have it. Also, I guess I'll use the tunnel near the gate. Jetzt schon wieder in so eine Mine? Me, right? Das ist doch nie was Gutes. Okay. Na gut. Na gut, dann gehst du erstmal zur Mine. Ich hole mir mal kurz noch ein schönes Kaltgetränk. Bin ja wieder ein da. Schönes Kaltgetränk. Wo ist denn die Mine? Das ist ja witzig. Gehst du in die Mine? Ich würde jetzt einfach quasi dem Weg folgen, aber ich brauche ja auch nicht lange. Ich muss nur kurz zum Kühlschrank. Okay. Na, hier geht's nicht so richtig runter, dann würde ich mal hier runter schlendern. Ach, run down the hill. So. Ja, also bis jetzt ist das Spiel noch nicht vorhersehbar für mich irgendwie. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickeln wird irgendwie. Was ist jetzt mit Ethan? Lebt Ethan noch? Ist Ethan der Schläfer? Ich weiß nur, dass dieses Spiel wunderschön aussieht. Und die Musik lullt mich so schön ein irgendwie. Und das macht das noch so... ja, hinterlässt dann ohne so einen schalen Geschmack im Mund irgendwie. Man sich überlegt, so, was hier so passiert ist. So, eigentlich sollte man sich hier nicht wohlfühlen. So. Aber man tut's. So, hier vorne ist das Minderbildhaus wieder. Ach, du bist das... Ah, dachte mir schon, was... zur Hölle, wer singt jetzt hier rum? So, ich bin jetzt erstmal runter zur Straße wieder geschlendert. Bist du jetzt mal gelaufen? Lang. Na, ich bin wieder runtergelaufen. Hier. Achso. Warte, ich muss noch kurz Kopfhörer alle rein und mich erstmal hinsetzen. Jo. Kopfhörer alle rein. Auch schön. Naja, ist ja also. So, Cam wieder an und dann erstmal schön. Ah, guck mal, was knallt er sich jetzt hier wieder rein, der Boy? Ha? Musst du dir das Video dazu angucken, was ich jetzt hier mache? Ja, ein schön Red Bull, wie ich dich erkenne. Nein!
bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Ah, jetzt bist du quasi unten lang gelaufen, ja? Wo du vorhin eigentlich erstmal hin wolltest. Ja. Na, ich dachte, da geht's jetzt weiter irgendwie. Mhm. Und wenn jetzt oben nichts mehr war, dann... So, ja. Hm. Gehen wir mal umgucken. Okay. Oh, so eine schöne Wand. Man kann sich richtig... Man kann sich, ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich richtig vorstellen, wie die riecht. Mhm. So nach Harzchen, Nadeln und Holz und Rinde und Erde und ach, das muss halt geil sein. Riecht gerade hier überhaupt nicht so in meiner Bude. Wahrscheinlich ja mal so ein Latschenkiefer-Duschbad neben mir aufmachen oder und sowas. Alter, was bringt denn hier? Was ist denn das hier für ein... You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay, also da unten ist ja noch das, ne? Das ist die Kirche? Hättest du doch von der Kirche aus hochlaufen können? Oh, echt jetzt? Du läufst dir gerade quasi zurück. Okay, ihr habt also mehrere Wege. Wo kann man jetzt hier noch hin? Das ist alles so, man oh Gott, ey, man kann hier überall hin. Naja, ich glaube, irgendwann ist auch Ende mit überall hin. Aber vielleicht naja, aber die Frage ist, was verpasse ich hier überall? Richtig. Irgendwie? Man hat ja immer Angst, irgendwie denn noch ein weiteres... Hinter diesem Stein. Aber wo du vorhin hochgelaufen bist und dann nach links, da war, glaube ich, ein Höhleneingang. Aber ich wollte erstmal nichts sagen, ich wollte dich erstmal laufen lassen. Also ich gehe mal von aus, dass man hier jetzt wahrscheinlich zur Kirche runterkommt, wieder hier vorne, ne? Würde ich auch denken, weil der Weg macht ja auch so eine Biegung. Okay, wo war jetzt ein Höhleneingang? Ja, ich glaube, also du musst jetzt noch wieder ein ganzes Stück zurück erstmal. Aber ich dachte mir so, ich sag erstmal lieber nichts, sondern vielleicht finden wir ja noch andere Sachen. Hm. Was ist denn jetzt passiert? Oh, upsala. Leck. Das ist, wenn man mal kurz die Maus berührt. Ach so. Dann wird das schwierig. So, und ich glaube, wenn du jetzt hier links gehst, müsstest du gleich nochmal links, eigentlich? Ja, okay. Und dann dürftest du schon den Höhleneingang sehen können. Ja, dann wird es wahrscheinlich der Eingang zu den Minen sein, ne? Und zwar da. Dachte ich. Das ist, achso, nee, ich dachte, da wäre ein Höhleneingang, ist aber gar keiner, aber da geht's rechts auf jeden Fall weiter. Also, jetzt links. Jetzt geradeaus. Ich bin jetzt von hier gekommen. Du bist von da gekommen, genau. Und ich hätte gedacht, dass das Dunkle da die Höhle ist, ist er aber gar nicht, sondern wir müssen hier rechts runter anscheinend. Und ich könnte wetten, dass ich wahrscheinlich unten auf den gleichen Weg komme. Ja, kann ich auch, weil links ist nämlich eine Schrift, guck mal, da ist betreten. Was ist denn bitte was? Das ist die Höhle? Das ist die Mine? Ach du Scheiße, hier soll ich jetzt hinklettern? Oh, nö. So, alle Klaustrophobiker unter uns. Viel Spaß. Okay. Ach du Schande. Hallo? So, hier ist ein Wegweiser. Nee, ist er nicht. Kommen wir hier vorne raus. Ich bin raus, kann keine Luft. Da ist ein Schloss. Da ist ein Schloss, hat eine fette Kette davor. Okay, na dann schauen wir doch mal, was in den Minen von Moria los ist. Und das sieht auf jeden Fall schon alles wieder sehr groß aus. Gehen wir jetzt einfach in irgendeine Richtung hier. Ja, aber da glaube ich, sieht nicht danach aus, ob du wieder weiterkommst. Auf. So, hier jetzt runter. Guck mal ganz kurz. Ich mach's mal ganz gerne, dass ich erstmal eine Ebene kläre, bevor ich auf eine andere Ebene laufe. Mhm. Was soll das so, Benni? Oder? Das ist, schwierig. Manchmal so, manchmal so.
Je nach Laune. Fahrstuhl, Alter. Okay. Ach du. Gehen in eine Leere. Ja, umso länger du in den Abgrund schaust, woher kommt der Abgrund in dich? Oder? Warte mal. Nee, umso länger du in den Abgrund starrst. Wie war denn das? Wenn du lang genug in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund irgendwann zurück. So rum ist das. Ich kann nur sagen, Herr Junge sagt jetzt schon, hab schon die Orientierung verloren. Ja, denn willkommen im Club, da mag erstmal die Butze zu. Wartet jetzt. Also. Ich hoffe, hallo? Ich hoffe, du kannst den Fahrstuhl wieder rufen. So, end of game. Fahrstuhl? Fahrstuhl! So, das wird scheinbar lange dauern. Ey, aber das könnte doch jeder wissen. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum soll ich denn von außen den Fahrstuhl zumachen? Und, also, was ist denn. Oh, ey, Alter. Wie geiler wäre, wenn jetzt der Fahrstuhl unten ist, geht auf, jemand tritt rein, du sagst, okay, ich muss ihn jetzt wieder zurückholen, hochholen. Und du bringst ihn jetzt nach oben. Ja, das wäre ja. Das wäre fies. Das wäre immerhin. Aber ich würde es feiern. Ja, ist mir schon klar, dass du das feiern wolltest. Na? Jetzt erwarte ich wirklich, dass was da im Fahrstuhl drin ist. Schönen Dank, Uf. Ein Höhlentroll. Ach, schön. Ja, da wird wahrscheinlich jetzt nichts drin sein. Man hat ja auch nichts gehört. Wie er so zurückgeht. Ja, man kann ja nie sicher sein. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. So, kann ich springen? Muss ich springen? Nee, ich glaube, du musst einfach nur rein. Genau, okay. Jetzt. Nach unten. Und nochmal. Weil so schön, Mann. Hat schon Schwachsinn, warum? Also, entweder kommen wir nachher auf einen anderen Weg hoch und müssen dann nochmal mit dem Fahrstuhl fahren, irgendwie. Ansonsten versteht diesen Knopf da außen nicht. Nicht intuitiv. Oder man hat es mit Absicht so gemacht für Leute wie Steven, die einfach wild irgendwelche Knöpfe drücken, wenn sie sie sehen. Naja. Also, ich weiß nicht. Also, dadurch, dass man hier wenige Sachen anklicken kann, wird man bestraft, wenn man eine dieser wenigen Sachen anklickt. Das ist unfair. Das ist nicht fair. Tja. So, okay, was denken wir eigentlich hier jetzt in dieser Mine zu finden? Ich weiß nicht, also Ethan wollte ja dahin, aber warum, wissen wir nicht. Papa hat gesagt, Dale hat gesagt, jemand eine Mine, ich hab einen Schlüssel nicht bei. Okay. Oh. Das ist so duster hier. Na, ich hoffe, wir müssen uns nicht irgendwelche Wege merken, weil da sind wir beide nicht so gut drin. Ich setze davon ganz auf Mutti. Aber Junge schreibt auch, wieso denn bestraft, wenn du irgendwelche Knöpfe drückst? Du bekommst doch mehr Spielminuten für das gleiche Geld. Was ist denn das für eine Logik? Nee. Ja, so kann man halt auch ein Spiel unnötig in Länge ziehen, natürlich. Ja. Ja, aber. Ganze 80 Stunden Game Time irgendwie. Weil das Intro einfach mal ewig zum Laden braucht. Okay, hier ist also mit Dresine wahrscheinlich zu arbeiten. So einer Lore. Ach, hey. Mit was ist zu arbeiten? Mit so einem Minenwagen, einer Lore. Okay. Oh. Spitzhackenregal. Wieder was Neues gelernt. Leerer Platz, ich habe auch noch nie Spitzhackenregal gelesen. Spitzhacke. Nee. So, jetzt ist man wieder dunkel wie ein Bärenarsch hier, ey. Was ist? Okay, ich höre Wasser. Ist das jetzt in der Vision oder ist jetzt Wasser bei uns gerade? Nee, ich. Ist doch jetzt bestimmt in der Vision, oder? Aber ich sehe nichts. Ja, jetzt bist du da. Der Junge sagt auch gerade, Steve darf gleich wieder Zug fahren. Tschu-tschu! Sehr schön. Ich sehe wirklich schon die Thumbnails mit Stevie mit dem Zug. Als Lokführer. Okay, Wasser war vielleicht doch bei uns. Nach oben? Wie nach oben? Okay. Ist da was drin? Oh, da ist jemand drin. Mutti! Mom! Mom! Kaputtes Schloss von außen. Opfer trunken postmortal vor dem Tod. Berühren. Hm? Ach, schön. Oh, da müssen wir wahrscheinlich einiges noch finden. Oh, damn.
Okay, na dann. Es ist verdammt groß hier, ey. Ja, aber komm, da ist da Spurensuche. Detektiv Steve. Komm. Ja, im Dunkeln. Es ist schwierig. Ich habe meinen Monitor jetzt minimal heller. Was war das? Oh. Weiche? Weiche Stelle. Können wir hier weiche umstellen? Schön. Oh, guck mal hier, Tresin. Manchmal. Kannst du mit dem Ding. Warte mal hier, können wir treten? Kannst du wieder Zug fahren? Hat ja Junge recht. Ja! Nein! Ja! Du musst erstmal auf. Warte mit Ding. Ja! Tschu-tschu! Hey. Tschu-tschu! Hey. Nimm noch mehr Anlauf. Ja, ja. So, wichtig, erstmal zurückgucken. Das ist eine schöne Bart Simpson-Szene, wo immer diesen eben, ich weiß ja nicht, was da anfängt, irgendwie, ich glaube, so eine elektrische Fliegenfalle so. Psst, au. Einfach nicht was lernen, der Idiot. So. Nun, volle Granate durch. Boom. Okay. Tschu-tschu. Und damit haben wir jetzt Licht. La 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 la. Jetzt kommt Licht. Fährt er geradeaus? Ja. Na 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 na. Aha, was ist denn hier? Stopp! Du musst mal aussteigen. Was ist denn das hier? Eine Spitzhacke. Die nehmen wir. Die fehlende. Und jemand hat den Elektrokasten damit auseinandergenommen. Okay. So, könnt ihr jetzt mal probieren? Soll ich die mal schnell zurückbringen erstmal? Die Spitzhacke? Ja, zu dem Spitzhackenregal. Ja, den können wir ja nicht noch mal. Dann können wir nämlich noch mal gucken, ob wir schon. Also, wir werden wahrscheinlich minimal mehr sehen bei der Mutti. Aber wahrscheinlich noch nicht alles, oder? Vielleicht doch. Fix it! Echt? Das war schon? Okay, krass. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Chat schreibt, also speziell Herr Junger schreibt, ich hätte ja gewettet, dass du zurückfährst und nicht läufst. Ich fahre jetzt nur geradeaus weiter erstmal. Ja, aber mit der Spitzhacke. Ja. So, okay. Okay, der Papi. Spitzhackendeal. Dann. Okay. Mom und Dale. Aha. Hat er die jetzt da eingesperrt? Sie ist auf jeden Fall da drin und er betätigt. Aber er betätigt den Hochknopf, also, ne? Nicht runter. Zumindest. Naja, vielleicht hat er auch den Fahrstuhl erstmal hochgeholt. Ah, das kann auch sein. Okay. Also, er ist wahrscheinlich erstmal losgelaufen mit der Spitzhacke, um was kaputt zu machen. Meinst du? Also, es wird jetzt nicht das erste gewesen sein, aber es wird jetzt auch wahrscheinlich. Oder es war das letzte. Ich hätte jetzt gedacht, dass die zuerst angekommen sind in der Mine mit Moody und der Power. Okay. So, da hinten. Dann quasi Richtung. Sie dann Richtung Fahrstuhl. Er schickt sie nach oben. Dann nimmt er sich die Spitzhacke da hinten raus und geht dann da hinten hin. Also, er muss ja erstmal den Fahrstuhl hochgeholt haben. Würde ich jetzt mal so sagen. Meinst du? Naja, wenn er nach oben drückt, wie. Also, wenn sie drin ist, warum soll er nach oben drücken? Weil es geht nicht weiter. Es geht weiter hoch. Okay. Also, das ist Nummer 2, sagst du. Ich würde sagen, es ist 2. Das Hochfahren wäre dann 3, weil er da alleine ist. Weil dann nimmt er sich die Spitzhacke. Genau. Und geht weg. Und macht damit irgendwas. Was auch immer. Naja, er hat den Sicherungskasten damit platt gemacht, dass du wahrscheinlich die Fahrstuhl nicht hochfahren kannst. Okay. So. Und sinken. Probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. A raccoon. No, God. I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there.
The sleeper must not sleep. Also das mit dem Sleeper ist ja richtig unheimlich. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Okay. Okay. Und dadurch ist das Ding abgestürzt, nur weil die Seele rausgegangen ist, oder? Das ist fies. Er macht das Schloss wahrscheinlich jetzt kaputt, ne? Schläfer muss erwachen. Schöne Zitat aus Doom. Okay. Also hat er jetzt seine eigene Frau umgebracht zum Schutze von Ethan. Ja. Aber es ist krass, dass die Leute noch so kurz vorher so sich denken. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Ma! Ma! Where are you? I'll deal with your brothers. Go, now. Okay. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Ja. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt mich auf meinen Wagen schwingen und weiterfahren. Jetzt geht wieder der Zugfahrer Steve ist wieder am Start. Und der Love Train startet. Oh nee, ey. Aber das ist eine kranke Story, muss ich sagen. Oh Gott, wo geht's hier weiter? Ja. Was ist jetzt noch? Zugfahren oder laufen? Na, die Frage stellt sich jetzt hier nicht. Oh nein, ich jetzt auf eine andere Etage. Oha, okay. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Also würde ich tatsächlich ganz gerne mal oben mit dem Zug bis zum Ende fahren. Ja. Weil sich da wahrscheinlich noch so ein verstecktes irgendwas versteckt. Ich kann nur sagen. Aber. Ich weiß jetzt ja nicht, warum ich Indiana Jones singe. Fällt dir ein Zugsong ein? Ein Zugsong? Nee. Ich kann nur sagen, Mutti ist wieder da vom Einkaufen und merkt sofort, Stevie ist wieder in der Lok. Super. Hier ist auch Licht. Das ist aber. Na, hier geht's aber auch nicht weiter. Na, hier geht's nicht weiter, aber die Frage ist, wo sollen wir jetzt hin? Der Junge hat auch einen schönen Zugsong. Eine Insel mit zwei Bergen. Aber mehr kann ich auch nicht. Oh. Ja, das ist das, was der Vater meint, aber. Ja, mit dem nicht. Runaway train never come back. Oh! So, den kenne ich noch. Ansonsten mit Train. Mit Train. Wird schwierig. So, okay, den laufe ich jetzt hier mal runter. Shoop Train, was? Nee, Stop the Train. Von Wailers Band. Aha. Never heard them before. Ja, auch nicht. Okay, es geht ziemlich weit runter. Ziemlich weit. Ich kann noch meinen Zug gar nicht mehr hören. Hallo? Alter, wie weit geht das hier runter? Ich höre irgendwie. Hörst du das so chorale Gesänge? Ja. Oh, ey, und willkommen beim Treppenhaus-Simulator hier. Ist doch fürchterlich. Guck mal. Steven ist auch mit dabei. Steven Hachel.
Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt dem Seemonstertor verschlossen. Bleibt das Seemonstertor verschlossen. Das ist ja schön. Ein Seemonster? Nee. Ja, aber da steht ja ganz klar, siehst du diese Warnung, geh nicht weiter. Naja, nö. Ich hab das jetzt... Ja, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlschlagen. Also, soll ich jetzt hier unten lang laufen oder soll ich durch das kochende Wasser laufen da oben? Benni? Also, ich sag dir so, wie es ist. Ich würde durch das kochende Wasser wahrscheinlich eher laufen, anstelle, weil... Ist ähnliche Situation wie bei... Was war das? Suit 776 mit Ring the Bell oder so? Oder, ne? Ja, ich drück darauf. Ich drück darauf. Immer wieder. Immer wieder. Ich, lass den Chat entscheiden. Ich würde jetzt mal sagen, also ich verstehe deine Einwände irgendwie. ich würde jetzt den Chat entscheiden lassen. Nehmen wir durch das von Schildern uns abhaltende Tor irgendwie, die uns sagt irgendwie, don't go this way. The ritual denied. Wir werden alle sterben, Seemonster. Ja. Oder wollen wir die 1000 Treppen nochmal hochgehen und durch das kochende Wasser laufen? So, Benni, dann geht's hier durch. Ja, komm, dann geh durch. Ich suche währenddessen mal für dich den Schub-Schub-Song raus und guck mal, was ich hier so finde. Aha, na siehst du. Oh Gott, ein Labyrinth, das musst du dir jetzt alleine merken. Nein, Alter. Labyrinth? Das sieht aus wie, oder? Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, na, das ist ja schau. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir... Ich würde ja einen Ruf zeigen, aber es bringt nichts. sollen wir quasi in die Mitte des Cs oder was? Ich würde sagen, ja, weil es doch die Haupthalle ist, oder? Dann gehen wir da mal rein. Also da wird da wahrscheinlich irgendwas sein. Oh Gott. Oh Gott. Geh mal weg da. Ich würde nicht. Also woanders? Ja, was? Wie? Wo? Was? Was soll ich jetzt machen? Weg von dem. Der verfolgt mich jetzt? Weiß ich nicht. Nope, jetzt ist er weg. Okay. Was war denn das bitte gerade? Okay, ist weg. Vielleicht ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Und jetzt, ach du. Hi, ja. Okay. Ich sehe schon förmlich Moja-Orks runterklettern gerade. Ach, das war der Geist von ihm. Ich lese erstmal das hier, was da hier ist. Arrgh. So. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ah, wunderbar. Gleich Zitat von Cthulhu. Wunderbar. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst offen uns, und da wird es schon wieder nicht mehr so original. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Aha. Ja, tatsächlich ist das so ein Teilzitat von H.P. Lovecraft. Stargate! Was ist denn das? Ein Stargate, Mann! Ja, der Junge schreibt auch gerade, immerhin hat jemand mal die Kerzen angemacht, das ist doch schon mal schön. Für den richtigen Weg. Ja, das sind auch so Fragen. Wer war das? Wer macht hier die Kerzen an? Ach, ich seh. Oh. Achso, ist einfach ein. Was ist? Nein. Nein, ich möchte nicht rauftreten. Warum steht er auf dem Z? Zombie. Achso. sieht auch nicht so gut aus. Okay. Fühlen. Ich muss mich erstmal einfühlen in die Sache hier. Ach du Scheiße. Oh, du Schande, Alter. Symbole zum Öffnen des Stargates. Jawohl. Da vor bedienen. Ja. So. Oh okay. Gott. So, also wir brauchen 6 Zeichen. Die Leiste, in der er steht, hat mehr als 6 Zeichen. Okay, und wir haben aber jetzt sonst keinen weiteren Notizpunkt irgendwie, wer welcher Ring. Also ich sehe jetzt erstmal keinen irgendwie. Ja, dann lass uns erstmal noch mal ein bisschen gucken gehen. Also ich glaube, der Code ist wahrscheinlich irgendwo noch weiter in den Minen versteckt. Ja, ich bin wirklich, das war, glaube ich, im Labyrinth, also würde ich jetzt denken, dass wir da noch weitere Infos kriegen. Hoffe ich. Okay. Also
Frage wäre jetzt auch zum Beispiel gewesen, irgendwie, ob wir jetzt irgendwo den Zombie nochmal sehen. Und ob der uns tatsächlich gefährlich ist, irgendwie. Ach so, warte mal, kannst du hier nach rechts? Ja. Was ist denn hier nochmal mit der Karte? Ah, da sind wir denn da. Okay, gut, da haben wir eine Orientierung. Also, muss ja auch einen Sinn sein, einen Sinn haben, warum. Also, ja, das kann schon sein, dass die Indizien dafür. Oh. Aha. Okay. Hallo? Ach, wir müssen jetzt so viele Zombies finden, bis die alle auf irgendwelchen Zeichen stehen. Ah. That's. Da brauche ich ja nichts aufschreiben. Das ist die Lösung. Okay, verstehe. So, hier vorne. Oh, da links war noch jemand. Kann man da rein? Rechts jetzt? Genau, da links, rechts. Links, rechts, geradeaus. So, da haben wir nochmal drei. Hälfte haben wir schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, okay. Da liegt einer. Genau. Dann haben wir ja Nummer 4. Nummer 4. Bye, bye. Da ist auch noch einer. Da ist noch einer, ja. Ja, oder wir gehen jetzt mal hoch. Ja, also im Zweifelsfall einfach mal hochgehen und dann gucken, wie stehen die? Wie müssen wir die anordnen? Kommt ja auch noch dazu, ne? Was ist innen, außen, Mitte und so? Und den letzten, ja, den müssen wir halt mal ausprobieren oder so. Wenn wir den jetzt nicht finden. Nee, das hat mich gerade vertan. Erstmal wieder zurück zum Ausgang. Du hast mich gerade vertan. Ich gehe doch durchs Wasser, ich lasse es hier sein mit dem Labyrinth, ich gehe wieder weg. Genau. Na sag mal, aber ich muss doch irgendwo. Blast. Oh oh. Hab doch auch schon den ersten und letzten Buchstaben vom Zettel. Ja. Auch eine gute Idee, Herr Junge. Stimmt. So, dann gehen wir hoch hier. Na, dann gucken wir uns das mal an. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Männer! Ah. So, dann schauen wir nochmal. Also, Z, er steht auf dieser komischen ominösen 6. Dann wird die 6 der Anfang sein. Und das letzte ist ZM. Weil da steht nämlich keiner drauf. Gehst du damit d'accord mit mir? Ich sage jetzt mal einfach ja. Die Frage ist nur, wird der Anfang? Also quasi so. So würde ich sehen, eigentlich. So. Okay, no. Und jetzt hier. Da war das M. Und jetzt ist halt die Frage, wonach geht das? Warte mal, wir haben noch Symbole um die Symbole rum. Guck dir mal bitte noch mal kurz die Symbole um die anderen Sachen da an, bei den Viechern. Weißt du, weil hier haben wir dieses komische Zeichen, aber der steht auf dem Stern. Verstehst du? Das andere ist so ein Viereck, das ist ein, also hier so ein, ne, Vorfahrtszeichen, sag ich jetzt mal, ein Kreis. Schönes Ding, Benni, du alter Fuchs. Na super, das ist doch das Rätsels Lösung. Und da drinnen haben wir doch auch, genau, also hast du gesehen. Gut. Verstehst du, so, was ich meine? Okay, genau, er steht also auf dem Stern und er hat dieses. Nenn mal drüber. Ich sag mal Delfinzeichen. Genau, also hier. Genau, da ist Stern, Delfinzeichen. So, der Kreis ist ein Z. Z wie ziemlich zügig. Ja, der Benni ist ein Genie. Ein Genie ist er. So, Dreieck ist die 6. Da haben wir. Genau, okay. So, Viereck ist auch nochmal Z. Also Double Z. Easy top. So, und ja, ist das Eurozeichen. Genau, und wir haben nur das letzte halt nicht. Aber war das so. So, was ist das letzte? Was machst du denn jetzt? Ach so, nee. Entschuldige bitte. Kannst du sagen, das haben wir doch. Das ist ganz oben. Nee, das ganz oben haben wir doch. Das wissen wir doch. Es ist ein Dreieck, was da oben angezeigt wird. Aber ein anderes Dreieck. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, auf dem Zettel war noch dieses McDonald's-Zeichen. Ja, aber. Das hier vorne, dieser Zwischlang. Ja, aber ich bin der Meinung, dass das komplett Wurst ist. Was? Meinst du? Ja.
Ich glaube ja. Oh no, Alter. Weil, warte mal, das Dreieck, was wir ganz unten haben, wo er... Warte, wo ist denn das Dreieck, wo der Typ draufsteht? Weil das Dreieck ist, zeigt ja nach unten. Das andere zeigt ja nach oben. Das ganz oben. So, und das zeigt auch nach unten, oder? Weil das Dreieck zeigt zum Beispiel nach oben. Dann müssen wir was andersrum machen. Dann ist hier unten die 6. Und oben ist das... Schwungene. Hä? Hast du doch... Was? Ja, ja. Du hast jetzt genauso eingestellt wie gerade eben. Und oben ist die 6. Stellt erstmal das M wieder ein. Ist genau umgekehrt. Ja, sorry, Leute, sorry. Ist halt auch schon ein langer Tag bei mir gewesen. So. Aber. Dithorthin. Und wir haben jetzt nur noch eigentlich. Welcher fehlt denn jetzt hier? Eigentlich das, eine, eigentlich das eine, eigentlich das erste Dreieck, glaube bin ich der Meinung. Weil ein Dreieck haben wir nicht. Weil das eine zeigt nach unten, das andere zeigt nach oben. Und ich glaube nicht, dass das was mit dem Zettel zu tun hat unten. Ja, aber das würde doch so schön funktionieren. Ja. Das haut doch hier auch nicht hin, was hier gerade eingestellt ist. Ja, ist doch. Ist ein Delfin. Und, genau, und das ist nicht der Delfin, oder? Nee, das ist das Eurozeichen. Das hast du denn da schon wieder umgestellt? Ich kann nicht mit mir. Das da? Bitte. Meine Fresse, war jetzt auch wieder eine schwere Geburt hier, unser Stargate zu öffnen. Ist da wirklich ein Stargate? Es ist ein Watergate. Sollte ich vielleicht weggehen? Ich weiß nicht. Warten? Dann rüberschwimmen? Ja, okay. Okay, wo sind wir denn jetzt? Beyond the Sea. Das hört sich an wie ein Wal, der neben uns ist. Lol. Nein, das ist das Seemonster. Release the Kraken. Ach du Scheiße. Ach du Schande, Alter. So geht's hier. Ich schwimme mal das Haus. Kann ich. Wenn du es könntest, ja. Nee, man kann nämlich nur laufen. Lesen. Ja, das ist jetzt unter Wasser mal einen Zettel lesen. Na, so, der Fluch des Seemonsters. Das Henoische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnai Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Alles klar. Nathan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Okay. Ah. Okay. Okay. Viel zu lesen. Der. Schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über deine misslungenen Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Okay. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 73 bekommen, in dem es um weitere Stellungnahme bittet. Weshalb ihr kürzlich erreichte Patent 527F2D mit diesem Amt abgelehnt wurde. Von diesem Amt. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir müssen diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Markey.
James Monkey, Administrative Director. Okay. Gerade. Und das war wahrscheinlich das, was wir gerade. Genau. Das Seemonster. Okay. Dieser Junge hat sich übrigens gerade bei dem Seemonster richtig gefreut. Ach cool, ein Wasserlevel. Und dann sind wir raus und dann kam von der Junge, ach doch, keine Kraken-Action, schade. No. Aber dafür gibt's wieder Zug-Action. Tschub, tschub, tschub. So, habt ihr einen Song für mich? Ja, du, hier, ich hab dir vorhin FSK hier vorgespielt. Nah. I'm a train, chicken, yeah. I'm a train. Oh, schön. So, jetzt würde ich da vorne mal zu dem Blubberbläschen, zu dem, ne, fahren, irgendwie, zu dem Whirlpool. Ah. Und dann mal gucken. Ich sonst nicht wohin. Es sei denn, wieder zurück zum Fahrstuhl. Stop in the name of. Ja. So. War das jetzt echt so eine optionale Grütze irgendwie? Hätten wir das jetzt ja nicht machen müssen mit dem Labyrinth? Kann doch jetzt hier nicht rennen, oder was? Für den Storystrang, glaube ich, ist es schon. Also ja, ich will jetzt nicht sagen irrelevant, aber es ist vielleicht doch trotzdem interessant. Ey, sag jetzt hier hin? Ja. Wir müssen mal gucken, ob was passiert. Dinge, die ich nicht tun würde. Gibt es einen Song zu Thomas der kleinen Lokomotive? Ist eine gute Frage, Herr Junger. Weiß ich gar nicht. Was? Thomas, die kleine Lokomotive. Schön. Ah. Mal so ein schönes Bad. Ganz toll. Eieiei. So. Okay. Einfach auch wieder frische waschen. Wunderbar. Kannst weitergehen. Na, das weiß ich nicht. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Okay. Okay, krass. Jetzt durchsliden, bitte. Das wär nice. Geil. So. Und das. Schön. What is this for a house? Oh. Uiuiuiui. Warte mal. Das ist aber super laut, oder? Also bei mir geht's. Ich mach mal hier ganz kurz einen Abstecher hin. Ah. But the door is locked. Nein! Nein! Doch, es ist zu. Guck mal, Mutti gibt uns sogar den Songtext von der Lokomotivführer hier vor. Zu 2, zu 4, zu 6, zu 8 rangieren die Loks, befördern Fracht. Ich habe leider keine Melodie dazu. Ich auch nicht. Also das Thomas der kleine Lokomotivführer ist jetzt stand auch nicht so auf meinem Programm. Aber es gibt anscheinend wirklich einen Song dafür, sagt die Mutti. Also, ja, ja, das stimmt. So, wir schauen nochmal ganz kurz raus. Ah. Toll. Schön hier. Ich muss auch wieder sagen, die Grafik wieder mega. Ja, die Grafik ist wirklich, um mal ganz salopp zu sagen, pornös. So, bei der Axt haben wir schon, ihr guckt, da geht's in diese Richtung. Das war noch das, was wir in der letzten Folge irgendwie erkennen konnten. Hab ich? Oder auch nicht? Doch, da. Genau. Und die Vision beginnt. Wir sehen einen Teppich, wir sehen eine Axt und wir sehen einen Blutfleck auf dem Boden und wir sehen Dale. Ach, Vater. So, wahrscheinlich im Arbeitszimmer oder irgendetwas. Ja, aber jetzt ist die Frage, in welchem Haus? Ja, also wir haben ja das Haus und ich glaube, dass wir Richtung Damm, da ist ja glaube ich auch so ein Häuschen, vielleicht liegt der ja auch da. Vielleicht. Schauen wir mal. Also, wir gucken uns mal um. Sobald nicht wieder jedes Haus das gleiche Interieur hat, ist alles in Ordnung. So. Wunderbar. Und versuchen. Zerstört von innen, von außen. Ja, übertriebene Gewalt, Verzweiflung. Mut. Kaputte Tür. Okay, wir haben eine kaputte Tür gefunden. Hier hat anscheinend jemand Shining-mäßig sich hier durchgeprügelt. Oh,
Und da hat sich auch schon die Frage erledigt, in welchem Haus es ist. Okay. Wir untersuchen mal erstmal die. Und jeder weiß, was. Wenn mein Tatort betrittst, fest du nicht die Tatwaffe an. Und wir nehmen sie gleich instant mit. Das ist ja super. Das ist ja super. Opfer den Engel getrieben. Durchstochen Hals. Keine anderen Wunden. Zeichen eines Kampfes, die Fußspuren im Blut. Er ist also erstochen worden. Er ist ja nicht erschlagen worden mit der Axt. Ja, aber wie kannst du denn jemanden erstechen mit einer Axt? Also wahrscheinlich eher mit so einem Stift? Nee, na, es war also nicht die Axt. Ach so, ja, okay. Ja, also war was anderes. Okay, wir können noch gar nichts groß. Oh nee, vielleicht mit einem Stift? Umgestürzter Stifthalter. Heutes Schreibtischzubehör. Etwas hast dich genommen. Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal. Oh, mit einem Lineal getötet. Hey! Da! Oh Gott! Die blutige Schere auf der Kabeltraverse. Der Kabelrolle. Wo ist das denn? Und jetzt? Das ist ein Fahrstuhl oder irgendwas ist das. Stimmt. Aber okay. Sind wir an einem Fahrstuhl vorbeigelaufen? Nee, oder? Ganz zum Anfang, aber da war sowas nicht drauf. Okay. Aber das kann der Fahrstuhl sein, weil oben war nämlich kein Fahrstuhl. Da habe ich doch noch gesagt, was ist denn, wenn wir jetzt hier runterspringen? Das kann natürlich unten der Fahrstuhl sein. Ha! So, wir können mal gucken, ob das schon was gebracht hat. Nee. 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 Noch nicht. Noch. So, ich muss mal ganz kurz mich hier wieder ein bisschen eingrooven. So, gibt es da noch irgendetwas in diesem Haus? Das ist ein gigantisch großes Haus. Das kann doch jetzt hier nicht nur die eine Treppe und die Achse jetzt hier wieder hinhängen. Ja. Oh, aber das hat jetzt, glaube ich, was gebracht. Wenn du jetzt wieder nach oben gehst, jetzt dürften wir mehr sehen können. Weil immer dieses. Ah, super. Bisschen, okay. Aber nicht viel. Sehen wir schon, er hat eine Jens an, eine Jeans. So, und dann schauen wir nochmal, ob wir vielleicht draußen oder vielleicht hier hinten. Geht's hier? Nee, auch nicht. Und schon wieder. Europaletten. Immer dasselbe. So instant von den Designer benutztes Interieur. Einfach mal so eine Europalette irgendwo hingestellt. Hat ja auch jeder von uns im Haus. So. Ich würde mal ganz kurz mal ums Haus nochmal rum. Oh, hier ist noch eine Tür. Vielleicht können wir da. Nein. Aber nicht rauchen. Oder rauchen verboten. Ja, ich glaube, hier jetzt auch nicht weiter. Ach, guckt doch das doch mal an, wie schön das ist. Mann, ist das schön? Ist das schön hier? Herr Junge schreibt auch, ja, schön den Tatort aufräumen. Ja, so sieht's aus. Bin so der sogenannte Tatort rein, ja. So, hier hinten. Ach. Ja. Mal ein Trinkspiel draus machen. Hier mal, wenn wir eine Europalette finden. Hier da unten links. Trinken und schon wieder hier. Oder? Oh, so eine kaputte Europalette. Meinst du, wir kommen hier noch irgendwie anders rein? Naja, das wäre eine schöne Verschwendung bei diesem gigantischen Haus, dann nur diese eine Treppe und das Obergeschoss. Das sieht aber auch aus wie so eine Industrie-Dingens, also ne? Maschinen? Naja. No. High Voltage. So, aber warum kann ich denn jetzt hier hin? Das ist auch so. Liegt hier vielleicht irgendwas? Finden wir hier irgendwas? Ja, vielleicht? Vielleicht eine Nebenstory? Wohl, gab's überhaupt Nebenstories? Nee, ne? Wirklich, tatsächlich. Also, nee. Oder, wenn ist sie mir entjang. Wenn ist sie mir entjing, entjang. Entjing, entjang? Genau. So, okay, guck mal hier oben. Ansonsten würde ich mich jetzt mal auf den Weg machen, diesen ominösen Fahrstuhl zu suchen. Okay. Aber du bist auch schon mutig, ne? Weil ich kann mich noch daran erinnern, in der ersten Folge, ziemlich am Anfang, waren ja auch so ein paar Fallen, ne? Du läufst einfach querfeldein. Ohne Angst verfallen. Easy. Naja, das, da bin ich ja. Ja, da bin ich ja jetzt mutig geworden, tatsächlich. Mit den Fallen, ja, mit den Fallen. Das hat er doch auch. Das war doch auch eine Geschichte von dem Kleinen, oder? Ja. Genau wie mit dem Raumschiff. Also, das war jetzt keine Seitengeschichte, glaube ich, irgendwie. Oder keine Sidequest oder irgendwas. Sondern das war. Ja, das war irgendwie die Geschichte von Opa. Da ist der Fahrstuhl, okay. Mit diesem Saft. Saft, genau. Saft. So, nach oben. Nee, ich drücke erstmal ja nicht. Und hier haben wir die Schere. Ich hoffe, die grabbelt er sich jetzt nicht gleich. Doch, tut er. Nehmen.
Natürlich. So, die steche ich jetzt in deren, oder was? Soll ich jetzt nach oben fahren, den Wecker wieder? Da weiß ich nicht, kannst du nach oben fahren? Also, ist der überhaupt noch in Betrieb? Okay, ja. Er ist in Betrieb. Okay, cool. Jetzt ist nur die Frage, was, also, finden wir jetzt oben noch was anderes? Na, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wir kommen jetzt oben an diesem, hinter dem, wie hieß das Wenderbildhaus oder irgendwas, kommen wir jetzt an? Hinter dem Hexenhaus. Mit dem Haus des Hexers. Der Wende. Mit diesem, wo du durch die Türen durchjagen bist da. Mit Türteleporter. Und das war jetzt der einzige Fahrstuhl, den wir neu gefunden haben. Der Junge schreibt auch, alles, was man fahren kann, wird mitgenommen. Ja, na klar, natürlich. Seht doch sofort hier. Und hier oben ist das Haus. Vandegrift, so hieß das Ding. Das Vandegrift. Das Haus der Vandegrifts. Die Frage ist, was bringt das jetzt hier hoch zu ihnen? Na, vielleicht müssen wir irgendwann wieder zurück, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Okay, dann fahr ich mal erstmal nach unten und benutze Schere mit Vater. Ja, du willst jetzt aber nicht die Schere da reinstecken. Achso. Was spricht denn jetzt? Also, wir sprechen mehrere Sachen dagegen, aber. Unter anderem. Ein intakter moralischer Kompass, aber was wollen wir denn sonst machen? Also wir haben jetzt die Schere gefunden, wir müssen jetzt zu Dale zurück, um zu gucken, wenigstens ist was passiert oder nicht. Okay. Und ich könnte wetten, dass ich die Schere da irgendwo rumpopeln muss. Ja, ich hoffe, du packst sie einfach nur wieder schön in diesen Stifthalter rein. Ah. Vielleicht. Genau, könnte ja für das nächste Basteln, könnte ja eine Schere fehlen. aber vorher natürlich nicht sauber machen, sondern so wie sie ist, einfach da reinstecken. Genau, ja, weil Blut ja auch nicht zu rosten oder zu klumpen oder zu grinden anfängt irgendwie. Waren wir eigentlich in diesem Haus hier hinten? Nee, da kommen wir ja nicht hin, ne? Wir sind da aus der Ecke rausgekommen. Ich glaube, ja genau, du kommst aber hier über den Berg, also hier kannst du rüberlaufen, dann kannst du, glaube ich, bis zu diesem Haus da hinten hinlaufen. Na, aber wir sind nicht reingekommen, das haben wir letztes Mal schon probiert. Ja, stimmt. Ich glaube, rein so, ja. Ja. Ansonsten werden wir da schon in den Ofen. Kennt uns doch. So. Guck mal. Schere. Fixier die Schere da bitte. Und jetzt. Show me, my friend. Okay. Oh Gott. So. Ging es noch weiter nach unten? Beim Fahrstuhl? Dann lass uns doch mal rausfinden, was mit dir geschehen ist. Weil so viele Leute sind jetzt nicht mehr da, tatsächlich, die ihn hätten töten können. Ne? Ja, nur noch der Großvater? Oh. Hey, da oben ist auch was, okay. Ach, das ist ja jetzt wieder mit dem... Ah, okay. Genau. Okay. Okay. Hier verschanze ich mich. Jetzt sind da irgendwo hingeflogen, die Dinger. Was? Was? Warte mal, das ist doch der Sohnemann. Er lebt noch? Das ist der Bruder. Ach so, ja. Aber das ist doch der an den Bahnschienen gestorben ist. Ja. Dann ist der anscheinend danach da gestorben. Aha, okay. Gut. Na, dann suchen wir erstmal die anderen. Ah, okay, alle klar. Ja, na gut, ja, wir sind immer davon ausgegangen, dass der als erstes gestorben ist, ne? Stimmt. Aber das muss ja nicht die richtige chronologische Reihenfolge sein. Okay. Da hinten ist noch einer und den hätten wir erstmal alle. Na gut, dann geht ja jetzt wieder die Reihenfolge los, genau. Oder auch nicht. Naja, ich würde mal sagen, das hat hier draußen angefangen. Ne? Ja, ja, aber du kannst doch nichts aussuchen. Wie fehlt also auch noch eine Erinnerung irgendwie? Du kannst ja jetzt nicht sagen, das ist 1, das ist 2, das ist 3. Ach so, dann schau mal an. Ach, guck mal. Stimmt, hier hinten sind wir ja auch rausgekommen. Boah, hat er schon auf ihn gewartet. Aber kick mal, noch hat Vater die Axt. Okay, dann markieren wir mal. Das ist, ich würde sagen, das ist 1. Ja. War? Nehmen wir doch da Chor alle mit. Das würde ich auch so sehen. So, jetzt hat er aber die Axt. Und Vater sagt, ey, nee, mach mal soft, hey. So, warte mal, hier vorne. Na, hier vorne hat... Hat er auch schon, also hat er auch die Axt und er ist gestolpert. Genau. Also würde ich sagen 2-3. Also genauso, wie wir jetzt wahrscheinlich da langlaufen. Ja. So, hier haben wir die 2. Hier machen wir die 3.
Ja, und dann ist das ja schon fast so linear, wie sie sich bewegen, ne? Irgendwie. Ja. Und hier gucken wir mal erstmal. Achso, das ist wahrscheinlich eins mit ihm zusammen hier. Dann macht er die Tür zu. Und dann geht das hier leider ans Leder. So, dann visualisieren wir das mal. Oh, das war ja auch heldenhaft. Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. Ach, das war nachdem der seine Frau getötet hat. I didn't want her to get hurt. So sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Ei, ei, ei. Jojo, hey, grüß dich! Ethan chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose Mom. He chose me. Son? I don't want to hurt you. You think Sisters are going to save you? Yes. LOL! Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Didn't have to be this way. He could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Ja. Okay, krass. Also. Okay. Also, nee, eigentlich nicht, aber. Also hat sich Vater selbst getötet. Das ist ja natürlich auch so ein starkes Stück. Ja, wahrscheinlich, weil er vor dem Schläfer Angst hatte, dass er nicht so werden will wie. Naja. Ja, das ist der Chuzpe, wie es so schön heißt. So, dann folgen wir mal hier dem Schnurri. Schnurri! Müssen wir jetzt zu dem anderen Haus? Oh, sorry. Verfolgt gerade. Das war meine Seite, ich mach mir gerade die Seite auf. Das so. Mei, ja, geht mal, das ist seit jetzt zu dem anderen Haus. Ah, okay. Keep on running. Keep on running. Na, 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 na. Ach, guck mal an, jetzt ist die Tür auch offen. Hallo? Hallo? Bei den Maschinen waren noch so. Ja, ne? Genau. Da. You disturbed it. Travis, we can't get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Ooh, yes. Sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it. But it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Ein schönes Bild, was da gezeichnet wird. Okay, also hier drüben wäre quasi die Tür offen. Wir kommen also nicht mehr in das andere Areal jetzt erstmal zurück. Oh, hier oben ist auch nichts. Annie, verdammte Axt. Aber wir müssen doch, also irgendwas muss doch hier in der Fabrik sein, was wir uns nochmal weiter angucken können, was wir irgendwie benötigen oder warum wir eben halt, also wir sind ja jetzt hier gelandet, also. Können wir, eine Turbine läuft gerade, irgendwie können wir die vielleicht ausschalten, können wir da irgendwie dann rumfriemeln? Siehst du, warum hast du das nicht gleich ausprobiert? Du drückst doch sonst mal gerne Knöpfe und Drehtchen und so. Ja, ist kein Fernseher. Immer der, da. Okay. Hier haben wir Rädchen. Man kann's, Hier! Schön! Das Klischee muss ich leider zerstören, Herr Junge. Haha, okay. Dirty Dancing habe ich zweimal geschaut. War nicht so meins, schreibt die Mutti. Ähnlich wie Titanic. Ja, Titanic ist. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Bin ich nicht die Zielgruppe für. So, okay. Wir haben jetzt eine Turbine abgestellt. Das heißt. Ja. Warte mal, da hinten, da genau. Da können wir jetzt rüberlaufen. Okay. Let's walk on the wild side of life. Okay.
Ja, bei der Titanic muss ich ganz ehrlich gestehen, den habe ich damals im Kino sehr oft gesehen. Du hast den im Kino sehr oft gesehen? Ja, war meistens dann zu der Zeit, wo ich mit meinen Schulkameraden viele Dates hatte. Und dann sind wir witzigerweise in diesem Kinofilm gegangen. Okay. Ja, ist ja, ja. Ja, also ich habe auch in meiner Jugendzeit sehr viel Dirty Dancing gesehen. Mit Mädels halt, hauptsächlich. Stolz und Vorurteile, Alter. Oh, Schinken, ey. Krass. So, okay. Wir sind on the other side. Aber ja, ne, so haben wir halt alle unsere kleinen Lieblingsfilme und Perlen. Hat Mutti musste mit ihrer Schulklasse ins Kino zu Titanic gehen? Was? Echt? So Wandertag einfach. Oh, wir gehen jetzt ins Kino zu Titanic schauen. Na, also ich weiß nicht. Kino mussten wir oder haben wir Schindlers Liste zum Beispiel gesehen. Das war so eine klassische Schulveranstaltung. Was habt ihr Also wir waren mit der Schule nie im Kino. Ich war mal auf einer Sprachreise, da war ich im Kino, ja. Weil da sollte ich mir Shrek angucken auf Englisch, weil ich musste mein Englisch halt verbessern. Shrek? Ja, Shrek. Ja, da kann man jetzt auch mit Schindlers Liste vergleichen. Ethan war ganz nah, ich konnte ihn spüren. Letztendlich hing es, glaube ich, da drum, wie, also ist genauso, wie du dir in der Schule halt angucken musstest, irgendwie Kinder vom Bahnhof Zoo bei uns. Oh ja, das musst du auch sehen, ja, das stimmt. Und ich denke, das Gleiche war, also Schindlers Liste ist ja halt wirklich ein Film mit einer Thematik irgendwie, die sollte man halt auch jungen Menschen halt nahe bringen irgendwie. Und, das sieht geil aus. Jetzt möchte ich meine Decke hier hinlegen. Ey, hier wirklich so ein ganz kleines Mini-Häuschen. Wirklich, nichts Großes, nichts, einfach nur Küche, Schlafzimmer, das war's. Hat er letztens schon gesagt, dass ich wieder Bock auf Skyrim haben, wenn ich das so sehe? Sieht richtig aus. Schön, schön. So, Ethan ist ganz nah. Wo denn? Also wo soll er denn hier ganz nah sein? Wir schauen mal. Ethan! Du bist nicht Oma... Bescheuert, der hier über die Wiese rennt, also Ethan! Ich stell mir gerade die Oma im Rollstuhl vor von Resident Evil 7, ey. Oma. Komm mal. Pasche mir jetzt sagen. Oha, okay. Was? Steve wurde ich als. Achso! Ah! Skyrim, ja, Skyrim ist natürlich der Geil dabei, um mit auf die Insel zu nehmen. Ja. So, okay. Hier hat anscheinend Ethan seinen Job gemacht, irgendwie. Und hat das hier abgefackelt. Oh Gott. Okay. Müssen wir da jetzt noch weiter rein? Also. Ich versuche mal gerade irgendwas zu finden, wo wir reinlaufen können. Obwohl ich da nicht wirklich so rein will, irgendwie, aber. Vor allem heißt es denn, dass Ethan auch nicht überlebt hat? Was ist das da? Sieht aus wie. Ein Eingang nach unten? Oh, das ist ja wie bei Lost. Geben Sie bitte diesen Code jetzt ein. Alle 12 Stunden. Oh, ja, stimmt. Ah, jetzt wie so eine Löwen. Finde ich auch cool tatsächlich. Irgendwie sehr, sehr, sehr prunkig, sehr protzig. Aber hätte ich Bock drauf vor meiner Eingangstür. Was? Ja. Und dann jeden Tag täglich so rausschreite früh so. Ah, so ein bisschen Größenwahn muss halt sein. So, was haben wir denn hier für Säulen? Sollen wir hier was drauf packen? Ne, geh mal da, wo dieser wunderschöne, weiß nicht, Symbol, Bunker, keine Ahnung, was das war. Das ist da. Was soll das denn? Fühlen. Da muss ich den Erfolg einfühlen. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Corvus. Ethan. Keine Ahnung. I can't let you do that. Okay. Muss ich jetzt hier nochmal fühlen, das war nichts. Oh nein, warum hat er das nicht gemacht? Keine Ahnung. Was? Nein! In falsche Richtung geschaut. Müssen wir den jetzt eingehen? Plötzlich wiederholen? Wir können drehen. Ach du Schande. Musst du vielleicht Corvus dahin machen? Also so C, so, aber... Ja, dürfte hinhauen. Aber wo fang ich an? Fang hier an? Na, da wo ein C ist. Ich weiß nicht, ob du in allen... ich weiß nicht, ob du bei allen Dingern ein C hast.
weiß ja nicht, wie oft du drehen kannst. Ich würde jetzt mal hier anfangen. Okay. War doch richtig. Ja. Tür öffnen. Push the button. Wo knistert's? Oh. Okay, hinter uns. Hallo? Ah, hier ist ja auch alles runtergefackelt. Oh, ich sehe schon, komm, Ethan hat nicht überlebt. Hör auf. Ja, komm, ey, wenn das hier so aussieht, wie soll denn der hier drinnen überlebt haben? Ja, ich denke, wir finden erstmal Opa. Ja, vielleicht der da? Nein, bitte lass das Opa sein. Ja, vielleicht ist es ja Opa. Kult. Schluss. Friedlich. Nein. Ach, ist Opa, Gott sei Dank. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich wollte nicht, dass es Ethan ist. Das sagt er auch noch, Gott sei Dank. Ja, tut mir leid irgendwie, aber wenn es jetzt Ethan gewesen wäre, das hätte ich jetzt hart gefunden. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Oh. Also klingt auch beschissen irgendwie, aber denn in dem Fall jetzt lieber ein älterer Mensch als ein Kind. Das ist kann man so nicht sagen irgendwie, aber das ist schon. Ah, auch hier, ach du Scheiße, ja. Und der Opa war jetzt hinter Ethan her. Oder doch nicht? Aha. Dann schauen wir uns mal den Rest an hier. Und das war's schon. Okay. Na gut. So, was ist hier geschehen? Wir sehen hier, Opa kommt mit Benzinkanister. Ethan hat auch schon einen dabei. Also scheinbar tut Opa erstmal helfen. Und wir haben den Tisch beiseite geschoben oder was? Hm. Ja, ist hier unter dem Tisch irgendwas? Denn da zum Schluss haben sie versucht, die Tür aufzumachen und Opa hat sich zum Schluss hingesetzt oder was? Wo er immer noch sitzt. Also das wird das letzte sein, würde ich sagen. Oder? Naja, dann wäre das ja quasi wieder, ne, chronologisch quasi. Vorne Eingang 1, 2, 3 an der Tür und 4 ist dann Opa der letzte. Unos. Ja, ist auch, glaube ich, jetzt nicht so schwierig hier irgendwie, weil das jetzt nicht so viel ist. Irgendwas schlepperte da gerade. 3 und 4. Und dann. Visualize, please. I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. Okay. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look. Oh, scheint schon ein großer Tisch stehen hier. Ach, guck mal. Wow. Was ist denn das? When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Aha. I can squeeze through. This way. The sleeper must not wake. No way. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Boss! Ach, meine Nase. Ja, ich will ja nicht wissen, was mich jetzt hier erwartet.
Ethan! Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. What? Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Was? Nein, Alter, wir sind auch nur eine Geschichte von Ethan. Paul Prosperous ist eine Erfindung von Ethan. Oh, nee. Oh, muss ich jetzt kurz mal sacken lassen hier. Oh, das ist aber, das ist aber ein Story-Twist hier, ey. Puh. Krass. Brücke, Damm. Kirche. Dieser Ort. Und Schädel. Und Kapsel. Ach, jetzt gehen wir nochmal die Story quasi durch. Ja. Der Hexer. Ja, hakt jetzt auch ab, was wir davon nicht gefunden haben. Alter Gott. Oh, wir haben aber noch nicht alles gefunden anscheinend. Aber alles ist abgehakt. Okay. Okay. Ich hätte es. Okay. Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Honey, be careful with that lamp. Damn. What the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories? I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad! Shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Get out! The smoke, it's toxic! Oh, Jesus. Oh, God! What do we do? What do we do? I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else?